ist nicht nur ein renommierter Naturwissenschaftler, Elementarteilchenphysiker, ehemaliger Schüler, Assistent und Freund von Werner Heisenberg und langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik, sondern zugleich seit Jahren ökologisch und politisch äußerst engagiert hinsichtlich der Erforschung der Überlebensfragen der Menschheit. Seine Denkanstöße und das Aufzeigen von neuen Wegen in der Gestaltung einer lebenswerten, ökologisch nachhaltigen Zukunft und die Gründung des Global Challenge Network mit dem Motto Global Denken und Vernetzt Handeln brachte ihm unter anderem 1987 die Verleihung des Alternativen Nobelpreises in Stockholm ein. Sein Lebenslauf zeugt von einem ungeheuren Fachwissen. Promotion nach dem Studium der Physik in Stuttgart an der University of California 1956, Habilitation 1962 an der Universität München, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Werner Heisenberg, Gastprofessur in Berkeley, Kalifornien und Madras, Indien, wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, Dozent an der Universität München, geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts und Emeritierung 1997. Auch seine Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der Deutschen Akademie der Naturforscher, der Internationalen Akademie für Zukunftsfragen, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, Greenpeace Deutschland und David gegen Goliath, um nur einige zu nennen, zeigen sein unermüdliches Engagement für die Bewahrung der Natur, die Sicherung des Weltfriedens sowie das Aufzeigen der Notwendigkeit eines grundsätzlichen Wandels unseres Denk- und Lebensstils. Neben Vorträgen, die er pausenlos rund um die Welt hält, hat Hans-Peter Dürr mehr als 200 Veröffentlichungen und Bücher herausgebracht, wie unter anderem das Netz des Physikers, Die Zukunft ist ein unbetretener Pfad, Gott, der Mensch und die Wissenschaft, Respekt vor der Natur, Verantwortung für die Natur, umweltverträgliches Wirtschaften. Hans-Peter Dürr ist also durch und durch transdisziplinär und ein Grenzgänger zwischen Naturwissenschaft, Ökologie und Spiritualität. Mariana Österreicher sagt im Vorwort des Buches »Wir erleben mehr, als wir begreifen«, dass sie im Dialog mit ihm geschrieben hat, »Wenn man näher mit ihm zusammen ist, versteht man besser, woher er die große Kraft nimmt, so gut wie ständig auf Reisen zu sein, in alle Erdteile Vorträge zu halten, Initiativen anzustoßen und am Leben zu halten. Er lebt aus dem heraus, von dem er sagt, eine Instanz, die wir nicht selbst hervorgebracht haben, die vielmehr von Anfang an da war. Diese Haltung ist Religion. In seinem Vortrag »Wirken als Einheit« wird Hans-Peter Dürr zeigen, dass nach den Erkenntnissen der modernen Physik, also der Quantenphysik, die Wirklichkeit nicht von uns üblicherweise wahrnehmbare und begreifbare Realität ist, sondern viel unbestimmter und unendlich offen. Sie ist vergleichbar dem Geistigen, eine immaterielle Gestalt, ein Erwartungsfeld von noch nicht umgesetzten Realitäten. Das eine, die eigentliche Wirklichkeit, die allem zugrunde liegt, ist im Grunde Potentialität. Die ständige Umwandlung von Potentialität in Realität entspricht einem ewigen Schöpfungsprozess im echten Sinne. Schöpfung meint hier Entfaltung oder Auseinanderfalten von etwas, das schon vorher da ist.
Die Realität, wie wir sie wahrnehmen, stellt gewissermaßen nur eine mögliche Artikulation des Potenziellen dar. Die Welt, in der wir uns bewegen, ist nicht mehr ontologisch begreifbar. Ihre zeitliche Entwicklung folgt keinen streng determinierten Gesetzen, sondern nur noch gewisse Tendenzen bzw. Erwartungen, charakterisiert durch Wahrscheinlichkeiten für mögliche Realisierungen, die wir dann in unserer gewohnten Vorstellung der Welt als die objektivbare Realität wahrnehmen. Hans-Peter Dürr, wir freuen uns sehr, sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken bei den Veranstaltern, insbesondere bei Tarab Tulku, dass ich zu dieser Konferenz eingeladen worden bin. Ich bin ja einigermaßen erstaunt, dass Sie immer noch da sind, weil einen solchen aufregenden, anstrengenden Tag, da hat man den Eindruck, das reicht dann irgendmal. Und wenn Sie dann hören, jetzt spricht noch ein Physiker, dann müsste man eigentlich gleich die Flucht ergreifen, nicht? Weil ein Physiker ja eigentlich am anderen Pol ist von dem, was man eigentlich aus den Antiken, aus dem antiken Wissen bezieht. Nun, es ist vielleicht ein bisschen anders, wenn man wirklich in diese Sache einsteigt. Und ich hoffe, dass ich, weil es ja der letzte Vortrag ist, vielleicht Ihnen zeigen kann, dass am anderen Ende des Spektrums, wenn wir vom alten Wissen und moderner Wissenschaft sprechen, also von Wissenschaft, dort, wo man sie eigentlich heute am ernstesten nimmt, die Physik ist doch immer noch so ein Vorbild. Alle Wissenschaften wollen so gut sein wie die Physik, weil was die Physik sagt, das ist einfach richtig und dann kann man nicht dagegen an. Ja? Dass also, wenn jemand jetzt auf dieser Seite spricht noch, dass man dann eigentlich eine riesen Spannweite hat und auch das Gefühl hat, es ist eigentlich schlecht, dass er am Ende drankommt, dann haben wir keine Zeit mehr, ihm voll zu widersprechen. Aber ich werde es Ihnen nicht so schwer machen. Konferenz möchte ja das Gespräch mit der Wissenschaft haben. Und ich habe als Teilchenphysiker, also jemanden, der 50 Jahre sich mit Materie befasst hat, also ganz solide Materie, immer nur Materie, 50 Jahre lang, können Sie sich gar nicht vorstellen, dass der überhaupt Interesse hat, hier in diese Versammlung zu kommen. Meine Kollegen verstehen das selbstverständlich überhaupt nicht. Ja? Außer, dass einige sich daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren an der Universität München mal einen Vortrag gehalten habe, oder nein, eine ganze Vorlesung gehalten habe, für Hörer aller Fakultäten, nämlich über die Entwicklung der Wissenschaft in den letzten 3000 Jahren. Und ich habe diesen Vortrag nicht gehalten, weil ich den Eindruck hatte, ich könnte eigentlich sehr viel erzählen, aber ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, wenn ich etwas wirklich lernen wollte, habe ich einfach eine Vorlesung angekündigt, dann war ich gezwungen, wirklich mir den Stoff zu erarbeiten. Ich habe mich da immer erinnert gefühlt an das, was eine Frau empfinden muss, wenn sie ein Baby zur Welt bringt, dass sie weiß, in 9 Monaten ist es da. Aber auf die männliche Weise, wie man sich selbst unter Druck setzt, dass man auch hier etwas gebiert. Nun, es hat mich eigentlich sehr berührt, die Einleitung, die Tarab Tulku gegeben hat in seiner Einleitung, wo er geschrieben hat, würden wir die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft und des alten östlichen Wissens in all ihrer Tragweite tatsächlich annehmen, so würde sich unsere Sicht von äußerer und innerer Welt und unser gewohntes Handeln tiefgreifend verändern. Ja, genau das ist heute notwendig. Und deshalb bin ich auch hier. Ich stimme ihm vollkommen überein. Wir argumentieren ein bisschen anders, weil wir von entgegengesetzten Polen kommen. Aber das ist gerade das Aufregende,
dass uns eigentlich vieles gemeinsam ist. Wir müssen ein bisschen ein Lexikon benutzen, um die eine Sprache in die andere zu übersetzen. Aber das sind wir sowieso gewohnt. Wenn mehrere Disziplinen zusammenkommen, brauchen wir zunächst ein Lexikon, weil die Begriffe und Worte, die wir gebrauchen, obwohl sie gleich klingen, in allen Disziplinen etwas anders ausgelegt werden. Und bevor wir anfangen zu streiten, sollte man immer die Übersetzung zunächst mal prüfen. Nun, Sie haben gehört, ich habe also bei Werner Heisenberg, ich habe mit Werner Heisenberg 20 Jahre zusammengearbeitet. Und damit bin ich eigentlich ein Enkel und ein Sohn und Enkel von Heisenberg. Ich habe nämlich in Amerika bei Edward Teller meine Promotion gemacht. Das ist der Vater der Wasserstoffbombe. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht so. Ich wollte, er ist auch ein Heisenberg-Schüler. Und nach dem Krieg habe ich gedacht, ich traue keinem Erwachsenen mehr. Ich glaube nur noch etwas, was ich wirklich begreifen kann. Und da gehe ich in die Physik herein, weil da bin ich nicht abhängig von Meinungen. Und dann bin ich zu Edward Teller gekommen, um aus der Politik wegzukommen und bin genau dorthin gekommen, wo heute Politik gemacht wird, wo Waffen entwickelt werden und so fort. Aber das war auch eine wesentliche Erfahrung für mich. Aber Heisenberg war dann ein besonderes Erlebnis von mir und ich habe mich, obwohl ich Kernphysiker bin, nicht um Wissen sehr interessiert, das Verfügungswissen ist, also der Technik weitere Vorlagen zu machen, sondern eigentlich, um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, was Goethe gesagt hat, wo er das Innere eigentlich gemeint hat, wie man es auch hier von der inneren Sicht eben versteht, aber ein Naturwissenschaftler das Innerste selbstverständlich für das Kleinste hält und das ist eben das Atom und der Atomkern und wir sind bereit, noch weiter runterzusteigen. So geht man in diese Sache herein. Die Welt zu begreifen oder wenigstens zu verstehen, das ist eigentlich das Anliegen, warum man Atom- und Kernphysiker wird. Dieses Unternehmen ist in einer gewissen Weise gescheitert, aber in einer interessanten Weise gescheitert. Es ist herausgekommen, dass dieses Scheitern plötzlich eine Sicht eröffnet hat, die revolutionär ist, die vollkommen alles über den Haufen wirft, was man eigentlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts geglaubt hat. Da war die Physik in einem Zustand, als Max Planck anfing zu studieren, da wusste er noch nicht, soll ich Musik machen oder Physik? Er konnte fantastisch gut Klavier spielen und da hat sein Vater einen Physikprofessor eingeladen und er hat ihn Klavierspielen gehört und sagt, lieber Max, du studierst Musik, in der Physik ist nichts mehr zu machen, das ist mehr oder weniger abgeschlossen, da muss man noch ein paar Ecken aus, schmutzige Ecken auskehren, aber du bist zu begabt, aber Max Planck hat dann Physik studiert und er wusste selber nicht, dass er mit seinen Arbeiten, die genau vor 100 Jahren, nein, im Jahr 1900 veröffentlicht wurden, eigentlich dieser alten Physik den Todesstoß gegeben hat, obwohl er es gar nicht wollte. Ja, das ist ja noch, sondern er ist auf eine komische Sache gestoßen, die man nicht mehr interpretieren konnte. Und aus dieser neuen Messung wurde notwendig eine andere Einsicht, die man heute mit Quantenmechanik bezeichnet. Das Wort, das lässt mich vollkommen kalt. Erst mache ich Mechanik nicht und Quantum, das hat immer so viel mit Springen zu tun. Ja, das ist schon ein bisschen lebendig, aber es trifft den Kern nicht. Was es bedeutet, diese neue Physik, die damals entstanden ist, war der Übergang von einer materiellen Physik zu einer holistischen Physik, aber keiner sagt es auf diese Weise. Warum hat es in der Mechanik angefangen, werden Sie sich fragen? Mechanik ist nun wirklich das Feld in der Physik, dass das Einfachste ist, was wir in der Schule lernen, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeit. Wir setzen uns hin und lösen alle Probleme im Handumdrehen. Aber es ist genau der Grund gewesen, weil die Mechanik war so einfach. Als diese Diskrepanz aufgetreten ist, gab es keine Fluchtmöglichkeiten zu sagen, ja, da muss ein Forschungsprojekt gestartet werden und da ist also das kompliziert und so fort. Nee, es war total einfach, aber die Antworten waren falsch. Das hat sozusagen das ausgelöst. Und über diese Sache will ich Ihnen ein bisschen berichten, aber so, dass Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, darüber zu reden, weil das ist ja komisch. Es ist 100 Jahre her. Wer redet heute von diesen
alten Sachen, die man damals gefunden hat, diese revolutionäre Veränderung, kaum jemand. Das heißt, das habe ich eben beim Tarab Tulku, wenn er sagt, würden wir die Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen, ja, dann würde sich die Welt fragen, warum eigentlich 100 Jahre in unserer schnelllebigen Zeit, was ist denn los? Der Grund ist, es ist absolut paradox, was da rauskommt. Es ist sozusagen, alle haben gesagt, ihr spinnt ja, ja. Jetzt versucht mal ein bisschen eure Geräte noch mal zu putzen, ob das nicht einfach weggeht wieder. Aber es ist nicht weggegangen. Ja. Es ist nicht einfach ein Paradigmenwechsel gewesen. Kann ich vielleicht das erste Dia haben? Ja. Ja. Was heißt Paradigmenwechsel? Paradigmenwechsel sind verschiedene Herangehensweisen, die Welt zu beschreiben. Und ich habe hier die Welt einfach mal dargestellt durch eine Torte. Das ist die Welt. Und jetzt müssen wir beschreiben, was ist die Welt. Jetzt kommt es darauf an, ob ich ein Bäcker bin oder jemanden, der die Torte isst. Ein Bäcker sagt, das ist ganz einfach, eine Torte, das ist eine Schichtentorte, besteht aus verschiedenen Schichten von verschiedenen Materialien. Das eine ist ein Teig und dann ist Nuss und dann ist ein bisschen noch Frucht und so fort. Und das ist aufgebaut aus dem. Aber derjenige, der die Torte isst, der sagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Der hat ein Sektor rausgeschnitten und sagt, ein Stück ist etwas, was schon eine Struktur hat. Und jetzt streiten die beiden sich, wer hat recht. Das sind die Streitigkeiten, die wir dauernd führen. Wenn die einfach warten würden, bis sie das Ganze zusammengesetzt haben, würden sie zur selben Torte wieder zurückkehren. Es kommt darauf an, welches Interesse dahinter ist, was man als primär, als die Grundlage betrachtet und als abgeleitet. So, das sind also zwei verschiedene Paradigmen, beide erfolgreich, wenn man sie zu Ende führt. Aber es ist eine bestimmte Schwierigkeit da. Ist es wirklich wahr, wenn man alles zusammengesetzt, dass man zur selben Torte kommt? Nicht ganz wahr. Wenn ich den Teig nehme, dann klebt er aneinander, aber das Tortenstück fällt immer noch auseinander. Da muss ich also noch ein bisschen Uhu dazwischen tun, damit die beiden Ergebnisse gleich werden. Ja, aber wenn ich nun sage, ist die neue Physik einfach eine dritte Art, diese Torte durchzuschneiden, ist die Antwort nein. Es kommt mehr oder weniger heraus, es gibt die Torte überhaupt nicht. Das heißt, die Stücke kann ich noch verstehen, aber ich glaube, wenn ich die Stücke zusammensetze, dann kommt etwas heraus, was sozusagen ein großes Stück ist, was dieselben Eigenschaften hat. Und genau das ist eben nicht der Fall. Nun, das hat die Leute entsetzt und sie können sich vorstellen, dass in einer Welt, wo wir alles wie an Teilen interessiert sind, enorme Forschungsgelder aufgeben, um das Teil zu messen und auszuprobieren, dass wir dann selbstverständlich sagen, was ist das Ganze? Aber wir wissen, dass die Induktion, um vom Teil zum Ganzen zu gehen, dass das ganz schwierig ist. Da muss man sehr aufpassen. Die einen waren entsetzt und die anderen haben jubiliert. Das heißt, es ist interessant, dass von denjenigen, die den Nobelpreis für diese neue Erfindung bekommen haben, oder Entdeckung bekommen haben, dazu gehört Max Planck, Albert Einstein 1905 mit seinen Lichtquanten, Erwin Schrödinger, nie an die neue Physik geglaubt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Und es sind junge Leute gewesen. Werner Heisenberg, 21 Jahre, Dirac 20 Jahre, Pauli 22 Jahre, die haben noch nicht die alte Physik gekannt und die waren genügend offen und die haben jubiliert, weil sie sagen, die Welt hat eine Struktur, die uns eigentlich viel angenehmer ist, wo das Ganze irgendwie etwas anderes ist als die Summe der Stücke. Ja? Und das ist nun auch der Fall. Was an der neuen Physik so interessant ist, dass sie ein fantastisches Brückenschlag gibt du allen möglichen Disziplinen. Der große Graben zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften ist eigentlich nicht da. Und da werde ich ein bisschen darüber sprechen. Aber es ist auch so, der große Graben zwischen dem Unbelebten und dem Belebten scheint überbrückbar zu sein. Und der große, unüberwindliche Graben zwischen Wissenschaft, Naturwissenschaft und Religion ist auch überbrückbar und findet eine überraschende Aufklärung. Nein, Sie können nun, ich will nun nicht sagen, aha, jetzt muss erstmal ein Physiker kommen und der klärt die Sache auf. Nein, so ist es gar nicht. Was passiert ist, ist eigentlich nur,
dass wir feststellen, was wir bisher mit Erklären verwendet haben, dass das im Allgemeinen gar nicht möglich ist. Das Resultat ist eigentlich eine Bescheidenheit. Die Wissenschaft ist nicht so gut, wie sie glaubte. Jetzt sitzen wir in demselben Boot wie die anderen, dass wir sagen, naja, ich kann schon etwas sagen, aber so genau weiß ich es auch nicht. Und das ist nicht schlimm, das ist sogar gut. Weil die Welt nicht so abgeschlossen ist, da haben wir auch noch eine Chance, was zu ändern. Wer will ein Rädchen in einer Maschine sein? Deshalb sind die einen glücklich, die kreativ das Leben, die sagen, endlich bin ich aus dieser Maschine heraus. Ja? Und die anderen sagen, ich kann nicht mehr manipulieren. Ja? Das ist sozusagen das Unterschied. Nun, es ist uns allen bekannt, wir erleben das täglich, und das will man uns immer ausreden, dass wir mehr erleben können, als wir begreifen können. Und ich meine begreifen wirklich so. Wir können mehr erleben. Was sich in uns abspielt, ist viel reicher, als was wir mit der geschlossenen Hand fassen können. Und da ist eine tiefe Weisheit dahinter. Was ich begreife, was mache ich denn, wenn ich greife, ich schließe meine Hand und es trenne ab von dem Übrigen. Und ich glaube, was ich in der Hand habe, ist ein Stück noch von dem, was außerhalb war. Das Begreifen ist immer ein Eingriff. Wir verwenden Begriffe, damit wir scharf haben. Heute kann man ja das auch patentieren lassen, Begriffe, ja? Weil ich sage, ich weiß, es ist in meiner Hand und nicht in ihrer. Also kann ich ein Patent drauf nehmen, ja? Aber am Schluss ist da gar nichts mehr drin, ja? Das ist also schon diese Feststellung. Nun, um das ein bisschen deutlicher zu machen, wie wir eigentlich die Welt auf verschiedene Arten und Weisen ansehen. Wir nennen das manchmal die äußere Sichtweise oder die innere Sichtweise, wie das auch schon bei Tarapulco in seiner Einleitung da ist. Es ist die eine Welt, die Einheit, aber sie zeigt sich uns auf verschiedene duale Weisen, zum Beispiel in der äußeren und der inneren Welt. Die einen, an die ich sozusagen von außen herantrete und für die die Wissenschaft also verantwortlich zeichnet, und die andere, die eigentlich aus meinem inneren Erleben kommt, für die ich auch eine Sprache habe. Wir haben ja nicht nur die definitorische Sprache, wir haben viele Worte, die gar nicht begreifbar sind, aber wir verstehen sie noch, ja, weil wir uns verständigen können, nicht nur über Dinge, die ich hier auf den Tisch hin tun kann und sagen, hier ist es, schau es dir an, ich gehe weg, weil ich will, dass du dich blind überzeugst, dass da etwas ist, ja, sondern das gibt eben andere Dinge, die auch wichtig sind. Ich verwende gern ein Gleichnis von dem englischen Astrophysiker Arthur Eddington. Darf ich das nächste haben? Er vergleicht den Wissenschaftler, eigentlich nicht nur den Wissenschaftler, sondern den rational denkenden Menschen, und zu denen zählen wir uns eigentlich heute alle, obwohl das eigentlich gar nicht wahr ist. Nicht nur Sie sind nicht rational, ich auch nicht, sonst würde mir ja gar nichts mehr einfallen. Nicht? Vergleichen diesen denkenden Menschen mit einem Ichthyologen, einem Fischsachkundigen, der das Leben im Ozean erforschen will. Nach jahrelangem Fischen kommt er zu den beiden Grundgesetzen der Ichthyologie. Grundgesetz Nummer 1, alle Fische sind größer als 5 cm. Grundgesetz Nummer 2, alle Fische haben Kiemen. Weil er bei jedem Fang diese Regelmäßigkeit kennengelernt hat, und das nennen wir, wenn es genügend oft vorkommt, dann ein Gesetz. Auf dem Nachhauseweg trifft er den Philosophen und sagt, große Entdeckung gemacht, ja. Zwei Grundgesetze an einem Tag, wunderbar. Ja. Der hört sich das an und sagt, na, ich meine, dein zweites Gesetz ist vielleicht ein Gesetz, aber vielleicht, wenn du weiter fischst, wirst du mal was fangen, was keine Kiemen hat. Das ist ein Krebs, irgend sowas, nicht? Dein erstes ist überhaupt kein Gesetz. Wenn du die Maschenweite deines Netzes gemessen hättest, hättest du festgestellt, es ist 5 cm. Du kannst keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 cm ist. Aber der Ichthyologe sagt, entschuldigen Sie, Herr Philosoph, in meiner Disziplin, in meiner Naturforschung ist ein Fisch definiert als etwas, was ich mit meinem Netz fangen kann. Was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Wir kommen also hier ganz klarerweise zu der Erkenntnis, dass die Wirklichkeit, das, was im Hintergrund da ist, was wir auch als Realität bezeichnen, nicht verwechselt werden darf mit unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit.
sondern wir haben Bedingungen, unter denen wir eigentlich die Wirklichkeit betrachten. Das sind unsere Sinnesorgane, aber das sind auch unsere Messinstrumente in der Wissenschaft. Und die Art und Weise, wie man ein gutes Experiment macht, dass es wiederholt werden muss und so fort und so fort. Aber das Wichtigste dabei ist, das vergessen wir immer, die Art und Weise, wie wir denken. Denken ist eigentlich virtuelles Handeln. Wir denken rational, wie wir handeln. Deshalb ist die Sprache des rationalen Denkens eigentlich die Sprache des Handelns. Und jetzt verstehen wir auf einmal, hab ich's oder hab ich's nicht? Ja oder nein? Die zweiwertige Logik kommt von unserer Hand. Das heißt, der Neokortex, das dritte Gehirn, auf dem wir so stolz sind, weil wir das anders haben als die Tiere, das ist überhaupt nicht geeignet, die Welt besser zu verstehen, sondern den Apfel am Baum zu pflücken, den ich für mein Überleben brauche. Das heißt, es ist eine Apfelpflücksprache, ja, mit dem ich sehr effektiv im Leben zurechtkommen kann. Dass ich nicht nur einfach handeln muss, sondern ich kann virtuell erstmal durchlaufen und sehen, ob ich nicht zu Tode komme. Und wenn ich zu Tode komme, breche ich meinen Gedanken ab und fange einen neuen an. Ein fantastisches Überlebensmöglichkeit. Auf diese Weise fangen wir an, eben die Welt vor uns so objektiv wahrzunehmen. Nun, ich will an diesem Beispiel noch etwas sagen. Hier, die Aussage, alle Fische sind größer als 5 cm, ist kein Grundgesetz, aber ich kann trotzdem einen Nobelpreis dafür bekommen, weil eine Zahl vorkommt, nicht? Das war's. Nun müssen Sie sehen, was der Ichthyologe jetzt als wissenschaftliche Wahrheit produziert, ist, alle Fische sind größer als 5 cm. Wie kommt denn die Mathematik in diese Geschichte herein? Er sagt überhaupt nicht, was ein Fisch ist. Er sagt überhaupt nicht, was ein Stock ist, wo er eingeritzt hat, den er als Maßstab verwendet, sondern er sagt, da ist eine Beziehung zwischen Stock und Fisch und das ist 5. Das heißt, Mathematik ist immer eine Beziehungssprache, eine Beziehungsstruktur. Und das ist nun ganz wichtig. Wir würden sagen, die Naturwissenschaftler können ja gar nicht über die Dinge an sich reden, sondern nur über Beziehungen von Dingen. Und deshalb können sie das in Zahlen ausdrücken. Auf diese Weise die Welt kennenzulernen, ist ja irre. Ja? Aber es ist gar nicht so irre. Es ist genau der Grund, warum diese Sprache hinterher auch sehr wichtig ist. Weil sie nämlich eine Beziehungssprache ist. Aber zunächst sieht es so aus, als ob das sozusagen, er will mich jetzt einschirren, weil ich zu... Ja, er weiß, dass ich zu sehr mit den Händen rede. Und dann kriegen Sie noch eine zusätzliche Vibration, ja, die selbstverständlich eigentlich für den Ausdruck ganz wichtig ist, aber übertrieben ist. Gut, das ist das Bild. Der Punkt, die mathematische Struktur ist letzten Endes nur der Punkt. Die ganze Aussage, da steht nur 5, ja, eine unbenannte Zahl. Nun, das ist der Grund, warum die Mathematik so wichtig ist. Nun, je nachdem, welches Netz er benutzt, produziert er sozusagen eine andere Wahrheit, eine andere Realität. Aber man könnte sagen, gut, man hat eben immer nur einen Ausblick. Das ist ungefähr so wie unser Auge. Wir sehen ja nur gewisse Farben, gewisse Wellenlängen vom elektromagnetischen Feld und das ist eine Oktave im elektromagnetischen Spektrum und es gibt ja hunderte von Oktaven. Ja? Ich sehe nur eine. Und ich merke aber nicht, dass ich begrenzt bin. Die Natur macht es so. Die weiß, dass wir dauernd Angst haben, wenn es dunkel wird. Ja? Wenn sie also nur das zeigt und links und rechts ist es dunkel, dann sagen die, haben dauernd Angst, weil sie glauben, aus der Dunkelheit kommt irgendwas Schreckliches. Also nehmen sie die beiden Farben zusammen, kleben sie oben zusammen und machen die Farbe Purpur und dann kriegen wir den Farbenkreis und wir haben den Eindruck, wir sehen alle Farben, die es überhaupt in der Welt gibt. Ja? Auf diese Weise werden wir die Angst los. Ja? Auf diese Weise glaubt jeder von uns, dass er die ganze Welt sieht, weil er nicht die Klebestellen sieht. Ja? Dass er seine Beschränkung sieht er nicht. Wenn wir unsere Grenzen sehen würden, ja, dann wären wir viel unruhiger. Jeder sagt, ich habe eine abgeschlossene Welt
vollkommen und so fort. Aber jeder hat sie anders abgeschlossen. Hier jetzt beim Auge ist es ungefähr dasselbe. Nicht? So. Nun, was ich Ihnen heute erzählen will, ist, dass diese moderne Physik, die ist deshalb interessant, weil sie nicht nur in der Physik eine Revolution ausgelöst hat, sondern auch dazu geführt hat, diese moderne Physik hat sich nicht durchgesetzt, obwohl sie die Technik verändert hat. Wir sprechen heute nicht mehr von Technik, sondern Technologie. Haben Sie sich mal überlegt, warum man es Technologie nennt? Technologie ist eine Technik, die man nicht mehr verstehen kann. Ja? Also Logie heißt, dass man irgendwie einen Lehrer braucht, der einem das erzählt, aber den gibt es nicht. Ja? Also fragt man schon gar nicht danach. Obwohl sie die Technik verändert hat, haben wir immer noch die Sprache des 19. Jahrhunderts, die von der klassischen Physik kommt, die von Objekten spricht, objektiv und so fort. Und Heisenberg sagte deshalb, dass das Wichtigste an der neuen Physik ist, das hat er in seinem Buch Der Teil und das Ganze, hat er ausgedrückt, ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass man ein Sachverhalt mit völliger Klarheit verstanden haben kann. Klarheit meint er hier, man hat eine mathematische Sprache dafür und trotzdem in Form, nur in Form von Bildern und Gleichnissen von ihr reden kann. Das ist doch die Situation, die wir auch hier immer im Raum haben. Ja? Wir können nicht davon reden, weil die Sprache, die wir haben, die funktioniert nicht mehr. Nun, diese mathematische Sprache, will ich gleich einschränkend sagen, ist nicht geeignet, über das sogenannte Transzendente zu reden. Weil das, was Heisenberg ist ja auch ein Mensch und er sagt es sozusagen von der Wissenschaft, ohne dass er dabei emotional mit drin ist. Er freut sich selbstverständlich, weil er den Nobelpreis dafür bekommen hat. Aber in seiner Aussage ist es immer noch eine äußere Welt. Gut. Ich habe nun ein Problem, auch Ihnen das Neue verständlich zu machen. Und ich kann das eigentlich nur so machen, dass ich an zwei Stellen mogle und damit in Kauf nehme, dass ich zwei verschiedene Gruppen verärgere dabei, weil die sagen, das ist doch nicht so. Aber so ist es halt. Deshalb will ich Ihnen sagen, wenn ich so rede, hat das sehr viel mit Metaphern zu tun, weil das ist ja auch wichtig hieran, was wir mit den Netzen festgestellt haben, wie das Herr Fasching auch schon sagte, wenn ich nur ein Ergebnis habe, nachdem ich ein Netz gehabt habe, dann ist das, was schließlich und endlich herauskommt, ist ein limitiertes Bild. Ich habe eine Projektion, dann könnte ich selbstverständlich sagen, ich verwende alle möglichen Netze und kriege das Ganze wieder. Auch das ist nicht ganz richtig. Wenn ich nämlich ein Elektron betrachte, sieht es einmal wie eine Welle aus und wenn ich ein anderes Experiment mache, wie ein Teilchen, weil ich zwei verschiedene Netze habe und diese beiden Bilder widersprechen sich. Aber es ist noch schlimmer. Das Netz ist keine gute Metapher für das, was eigentlich passiert, sondern eigentlich ist es ein Fleischwolf. Ich habe die Wirklichkeit, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich stopfe die oben in den Fleischwolf rauf. Jetzt trieble ich und dann vorne kommen die Würstchen raus. Und ich sage, die Welt ist aus Würstchen zusammengesetzt. Das heißt, der Fleischwolf hat die Würstchen erst gemacht. Er hat es so zerrissen, dass die Würstchen rausgekommen sind. Und je nachdem, wie die Frontscheibe ist, kommen da verschiedene Würstchen raus. Und jeder hat seine eigene Realität. Das heißt, die Betrachtung der Wirklichkeit ist nicht nur, dass ich einen Sektor sehe, wie das Auge, das eine, sondern die Wahrnehmung, die greift sozusagen ein und deformiert dieses Bild. Nun, wie soll ich mich verständigen? Nun, als Physiker sage ich, ich muss über etwas reden, was in der normalen Sprache eben nicht mehr möglich ist. Aber wir haben das Instrument der Mathematik und das ist eine Beziehungssprache und die eignet sich fantastisch. Ich werde die nicht verwenden, weil das hat keinen Sinn. Diese Sprache verstehen Sie nicht. Aber es macht gar nichts aus. Ich spreche ja nur, um meine Kollegen nicht zu verärgern, weil die sagen, du redest da nur so kreuz und quer in der Gegend herum. Ich möchte das exakt haben. Dann muss ich eine Kunstsprache verwenden, wo das dann exakt aussieht, obwohl ich es hinterher wieder verschmiere. Aber es war mal zwischendrin irgendwas Scharfes. Also ich lasse dieses Niveau lasse ich aus, sondern ich gehe sofort
in eine Bildsprache. Weil das, was wir da finden, kann ich bildhaft ausdrücken und dem können Sie nachfolgen. Das ist der erste Sprung. Jetzt verärgere ich meine Kollegen. Das kannst du doch nicht so sagen. Ich sage, ja, okay. Ich habe es ja auch nicht dir gesagt, ich sage es ja auch jemand anderem. Nummer zwei. Jetzt stelle ich fest, dass selbst die Bilder, die ich verwende, nicht mehr Bilder sind aus meinem Alltag, die ich sozusagen anfassen kann mit Objekten, dass ich mit Lokomotiven spreche und Bällen und so fort, sondern ich muss auch zurückgreifen auf eine Sprache, die wir eigentlich als Menschen auch haben, die mit unseren Emotionen zusammenhängen. Und die greifen oft, die Sprache greift sehr viel schneller. Und jetzt mogle ich wirklich, weil ich jetzt eine Anleihe mache von etwas, was eigentlich außerhalb der Wissenschaft ist. Aber ich stelle fest, und das habe ich auch in meiner Vorlesung festgestellt, ich habe Hörer von allen Fakultäten gehabt, ich konnte keine Mathematik verwenden, also musste ich die menschliche Sprache, die deutsche Sprache ausreizen bis zum letzten. Ich habe das ganze Vokabular benutzt und da sind eben viele Begriffe dabei, die eigentlich keine Begriffe sind. Wenn ich von Hoffnung, Wahrnehmung, wenn ich von Liebe spreche, da ist nichts zu greifen. Und trotzdem verbindet es mich mit dem anderen, dass er versteht, was ich meine. Das heißt, ich verwende in meinem Vortrag die falsche Sprache. Aber wir kommen schneller aufeinander zu, weil ich ja die Verbindung mit den Religionen eigentlich aufnehmen will, die von einer Erfahrung und Wahrnehmung kommen, die nicht mehr rational ist, die eigentlich davor steht. Das heißt, ich nenne das nicht einmal das Transzendente, weil das Transzendente ist eigentlich etwas, zu dem wir eigentlich gar keinen Zugang haben, aber man kann das Transzendente auch beschreiben als das, was mit der alten Sprache nicht mehr ausdrückbar ist. Aber wir wissen ja von dem Transzendenten in dem Sinne, weil es die Quelle unserer Kreativität ist, es ist die Quelle unserer künstlerischen Betätigung, es ist auch die Quelle unserer Religiosität und der Wertgebung und all das. Das heißt, es wirkt ja. Und deshalb verwende ich auch anstelle der Realität das Wort Wirklichkeit zunächst, weil ich sage, das ist ein allgemeinerer Begriff, was schwierig ist, wenn das in Englisch ausgedrückt werden wird, weil dann weiß man nicht so recht, wie man das eigentlich übersetzen soll. Aber der Übersetzer, der wird Ihnen irgendetwas sagen. Man könnte Actionality sagen, nicht Actuality, sondern Actionality, irgend so etwas von der Art, dass da etwas wirkt. Aber das wird Ihnen gleich klarer werden, wenn ich Ihnen jetzt kurz mal drüber sprechen, wie wir eigentlich die Welt ansehen, bevor ich hier darüber gesprochen habe, weil die meisten werden sagen, er spinnt, dieser Kerl. Ja, er hat da in der Mikrophysik etwas ganz Komisches gefunden, aber was kümmert mich das? Ich meine, dass so ein paar Mikrophysiker da ein bisschen aufgeregt sind. Ich meine, das Leben spielt sich doch woanders ab und damit haben die Leute recht. Da haben die Leute recht. Und ich muss sie deshalb ein bisschen vertrösten. Die Leute haben Recht, aber nur zum Teil Recht. Wenn ich nicht die Verbindung auch zu unserer Alltagswelt herstellen würde, dann würde ich jetzt sozusagen beenden und sagen, ich wollte Ihnen nur sagen, da ist ein Spielzeug, mit dem ich 50 Jahre gespielt habe und ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Steuergelder, die da ausgegeben wurden, nicht sozusagen, ist ein interessantes Spiel gewesen, aber ich kann es nicht erzählen und dann bin ich selbstverständlich ein berühmter Mensch, wenn man mich nicht versteht. So. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen über die Welt, so wie wir sie verstehen. Die äußere Welt. Wir sagen, die Welt ist da draußen etwas Äußeres. Ich als Beobachter fühle mich gar nicht betroffen. Ich schaue rein, meine Aufgabe ist hier, die Welt zu beschreiben. Und diese Welt, die wir beschreiben, die ist eine Realität, ist eine dingliche Wirklichkeit. In dem Sinne, das, was mir auffällt, sind überall Gegenstände, die mir in den Weg kommen, wo ich mich dran stoße. Und ich artikuliere sozusagen nach Gegenständen, res extensa, die auch den Raum ausfüllen, dass die Gegenstände also nicht übereinander liegen, sondern alle nebeneinander. Und deshalb fällt mir auch die Differenzierung mit dem Auge einfach leicht. Also eine Wirklichkeit, die eben aus Gegenständen Stoff besteht. Stoff, ein Stoff, der eine gewisse Beständigkeit hat. Ja? Weil ich muss nicht sagen Stoff und dann ist er schon weg, sondern dieses Pult ist da, ja, und ich gucke hin, es ist immer noch da und es reicht aus, einmal Pult zu sagen und Sie wissen, was es ist, ja. Also, die Materie hat schon etwas, was so attraktiv ist, dass ich mich dauernd aufpassen muss, wie auf einen Hund, der mir dauernd davonläuft, ja.
Und das ist also, wir lieben ja die Verlässlichkeit, wir wollen uns irgendwo halten und deshalb lieben wir die Materie. Wir sind in einem dreidimensionalen Raum. Ja, Dreidimensionen, wir wissen nicht warum. Ja. Aber das Komischste ist eigentlich, wir können in den dreidimensionalen Raum gucken, gleichzeitig, ja, aber das Komische ist, und das bringt uns schon in Schwierigkeiten etwas, dass diese Materie nicht sozusagen gleich, die bleibt in sich gleich, aber sie ordnet sich verschieden an. Wir haben eine Zeitdimension, dass in jedem Augenblick die Welt sich wieder verändert. Deshalb vergleiche ich sozusagen die Welt mit einem Kartenstoß. Er stellt sich uns als Kartenstoß dar. Jede Karte ist die Welt, wie ich sie jetzt sehe. Ass. Herzass. Herz 2. In jedem Augenblick wird die Gegenwart abgedeckt und jetzt kommt eine neue Gegenwart. Und ich gucke nur drauf und sehe, ja, was ist denn da? Da bewegt sich ja was, ja. Aber dass dann etwas auch gleich bleibt, zum Beispiel die Herzen. Also sage ich, aha, die Welt besteht aus Herzen. Und dann muss das, wenn das richtig ist, muss es wieder eine Herzkarte sein und das ist es auch, ja. Das heißt, ich stelle etwas fest, was beständig ist, das nennen wir Materie, hier ist es das Herz, ist vielleicht noch richtiger als die Materie, wie wir hinterher feststellen werden. Aber das ist nur eine qualitative Charakterisierung. Ja? Wichtig ist es, dass man auch was Quantitatives hat und dann kommt man eben, dass sozusagen diese Anordnung gewissen Gesetzen gehorcht, ja? Die ich auch finden kann durch Regelmäßigkeiten, zum Beispiel, dass ich hier bei diesem Kartenstoß sehe, dass wenn ich weiter blättere, die Zahl der Herzen immer um eins zunimmt. Also sage ich, Grundgesetz der Natur des Kartenstoßes, die Welt besteht aus Herzen, deren Zahl in jedem Augenblick um eins zunimmt, dann kann ich, das ist schon ein Naturgesetz, weil es mir erlaubt, jetzt zurückzurechnen, was vorher war und was in Zukunft ist. Ja? Auf diese Weise charakterisieren wir die Welt, die Materie bleibt, die Anordnung sozusagen, wie die Materie sozusagen angeordnet ist, das verändert sich, aber da gibt es Grundgesetze, die das machen. So sind die Naturgesetze gemacht und wir stellen sogar fest, die sind ganz streng. Und wir sind ganz stolz, weil wir sagen, der liebe Gott, ich habe nicht verstanden, der weiß ja schon alles, weil er den Kartenstoß hingelegt hat, warum lässt er mich nicht reingucken, wie in die Raumdimension? Ja, die Naturwissenschaftler sagen selbstverständlich, damit wir Brot bekommen. Wenn das der liebe Gott sagen würde, hätten wir keinen Beruf mehr. Und Arbeitsplatz ist ja das Wichtigste heute. Aber die Philosophen unter uns, die sagen, wir wüssten es doch gerne, was da drin ist. Aber vielleicht ist es eine Denkschulung in diesem Fall. Nun, das ist also das klassische Weltbild. Das ist sozusagen Priorität ist die Materie, die Anordnung ist etwas, was sich verändert in der Zeit, aber die können wir durch Naturgesetze einfangen und die gelten sogar ganz scharf. Und wir wissen, dass die Naturgesetze immer wieder korrigiert werden müssen. Wenn ich hier bei Herz 10 angekommen bin, kommt kein Herz 11, sondern es kommt auf einmal so ein paar Gesichter hier vor. Dann brauchen wir einen Einstein, der sagt, ja, wenn es über 10 ist, dann ändern sich Korrekturen und so fort. Und sind wir auch ganz froh. Da gibt es einen Haufen neue Nobelpreise in diesem Fall. So. Nun, aber es hat hier auch einen Haken, weil diese Welt sieht jetzt eigentlich wie ein Uhrwerk aus. Und wir sind froh, weil wir sagen, auf diese Weise können wir, wenn wir genau wissen, was jetzt ist, können wir die Zukunft voraussagen. Aber dann ist die zweite Frage, können wir das wirklich? Weil jetzt ist die Frage, sind wir Teil vom Uhrwerk oder sind wir nicht? Ja? Wenn wir nämlich Teil des Uhrwerks sind, dann hilft uns das gar nichts, unsere Zukunft zu sehen, wenn wir selber ein Uhrwerk sind. Ja? Also Schlussfolgerung, der Mensch weiß das selbstverständlich, aha, ich bin nicht Teil der Natur. Der liebe Gott hat mich am letzten Tag, hat er mir die Fähigkeiten gegeben, ich sage, ich habe also nur eine Woche arbeiten dürfen, jetzt du bist mein Vertreter auf Erden, du managst jetzt den Rest und du darfst auch Dinge verändern, du bist nicht an alle Naturgesetze gebunden und das nennen wir den Geist, ja. Der ist sozusagen außerhalb dieser Geschichte, ich gieße ein bisschen ein und das gibt dir die Möglichkeit, im beschränkten Rahmen auch Dinge zu ändern. Naja, also das ist eine Möglichkeit, aber Sie wissen, das ist auch ein bisschen umstritten. Der Mensch, der außerhalb dieser Natur steht, war selbstverständlich am Anfang der Mann nur. Die Frau hat man schön dazugerechnet,
zu der Natur, und das ist der Grund, warum man sie auch manipulieren muss und warum sie eigentlich zunächst kein Stimmrecht hatte und so fort. Aber es gibt selbstverständlich auch eine Reihe von anderen Fragen, viele Fragen, die alle in dieser Vorlesungsreihe eigentlich vorgekommen sind, die einen eigentlich beunruhigen müssen. Dass man fragt, gibt es eigentlich hinter der auf diese Weise erfassbaren Wirklichkeit noch eine andere? Also wie in meinem Beispiel mit den Fischen, die Fische, die kleiner als 5 cm sind. Ja, ja, der Ichthyologe sagt, kann ich nicht fangen, interessiert mich nicht. Ja, der andere sagt, naja, aber vielleicht, um zu verstehen, dass es große Fische gibt, brauchst du vielleicht auch die Hypothese, dass es kleinere Fische gibt. Aber der Ichthyologe sagt, gut, aber ich möchte nur was sagen, was exakt ist. Und was nicht exakt ist, interessiert mich nicht, das überlasse ich deiner Fantasie. Im Übrigen, sagte er, das ist auch heute ganz wichtig, ich bin ja eigentlich kein Naturwissenschaftler, ich bin ja eigentlich ein Fischer. Und ich trage meine Fische jeden Tag zum Markt. Und da habe ich noch nie jemanden getroffen, der nach einem Fisch gefragt hat, den man nicht fangen kann. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die überhaupt die Wirtschaft als das Wichtigste hält, die können auf die kleinen Fische verzichten, weil man die nicht vermarkten kann. Nicht? Man kann also nur, was man fangen kann, und das ist eigentlich, ja, aber so ist die Welt eben gemacht. Und das muss man wissen. Die Wirtschaft wird nie mit uns übereinstimmen, wenn wir über Fische kleiner als 5 cm sprechen. Aber reden Sie mit den Künstlern. Reden Sie mit den Religiösen, mit den Künstlern, den Kreativen, die sagen, ich kann nicht auf die kleineren Fische verzichten, weil da kommt ja eigentlich alles, was neu ist. Und das müsste die Wirtschaft auch wissen. Aus großen Fischen kommen, die großen Fischen kommen auch von kleinen. Also es gibt eben eine Reihe von anderen Dingen, die nicht beantwortet werden können. Ich meine, auch, warum ist der Raum dreidimensional, warum ist die Zeitschichtung überhaupt da, warum die Sonderrolle des Menschen, die ihn außerhalb der Natur stellt, die ihn so zum Herrn der Schöpfung macht und nicht nur als die Krone. Das sind alles Dinge. Warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts, wie Leibniz und Heidegger gesagt haben? Warum ist etwas schön? Warum fragen wir, was wahr ist? Warum fragen wir nach Werten und welche Werte sind uns wichtig? Was ermöglicht Freiheit überhaupt? Woher kommt die Einheit aus dieser Gesetzlichkeit, die sich uns darbietet? Nun, ist die Wissenschaft da überhaupt brauchbar? Gibt es überhaupt so etwas wie Wissen? Und ich will Ihnen gleich verraten, dass das eigentlich die Auflösung ist, dass das Wissen eben mit Netzen zu tun hat. Es gibt kein Wissen ohne Netze. Das heißt, es gibt immer nur bedingtes Wissen. Und Sie können sagen, ich hab hier sehr verschiedene Netze, aber es geht ohne Netz eben einfach nicht. Das heißt, das Wissen selbst und deshalb die Wissenschaft hat ihre eigenen Grenzen. Wir müssen an das, was nicht mit Fischen, also mit Netzen, mit Begrifflichkeit herangekommen werden kann, müssen wir irgendwie anders vermitteln. Und das ist eben ganz wichtig. Ich sage Ihnen auch gleich das Geheimnis, dass die Objektivität dazu nicht ausreicht, aber dass die Intersubjektivität, die auf dem Dialog begründet ist, uns mehr Einsichten geben kann als nur Dinge, die ich auf den Tisch legen kann und sage, blind, blind, schau, was nach ist, ja? Ja? Sondern in den Dialog kommt einiges heraus. Aber diese Gründe haben diese Wissenschaft nicht überzeugt, sondern sie haben etwas gemacht. Sie wollten die Welt noch besser in den Griff bekommen. Und dazu war es notwendig, die Form ganz von der Materie abzulösen. Weil man sagt, wenn ich reine Materie habe, die keine Form mehr hat, dann habe ich die Welt im Griff. Weil die reine Materie lebt unendlich lang. Und alle Form ist Anordnung von Materie. Und da habe ich Naturgesetze. Also die Jagd auf die reine Materie. Wie bringe ich der Materie bei, dass sie ihre Form verliert? Tja, ich nehme das Beil und zu Hause, ja, weil da geht immer eine Form kaputt. Und dann glaubt man, wenn ich genügend mit einem Beil auf etwas einschlage, bleibt etwas übrig, was keine Form mehr hat. Ja, und das nennen wir das Atom. Das Atom ist das, was dann keine Form mehr hat. Das war die Idee des Atoms. Es gibt etwas, was nur noch Materie ist und keine Form mehr hat. Darf ich das nächste Bild haben? Ach ja, nein, das muss ich noch kurz beschreiben. Das Weltbild, das klassische Weltbild, das sehen Sie,
Es fängt an mit der Materie. Und die Materie bedeutet, ich habe sehr viele Materie im Raum verteilt. Es ist eine Welt der absoluten Einsamkeit und der Getrenntheit. Jedes Materieteil ist für sich allein und es weiß nur, ich lebe unendlich lang. Keine Kommunikation. Wir fangen an mit einem Weltbild des Getrenntseins. Jetzt stellen wir fest, nein, das ist nicht wahr. Die Materie, die hat Eigenschaft Ladung und Gravitation und die hat jetzt eine Wechselwirkung miteinander. Aufgrund dieser Wechselwirkung fängt nun eine Kommunikation an. Langsam treffen die sich, hallo, hallo, und dann bilden sich allmählich zusammen und machen Moleküle und dann Eiweißmoleküle und so fort und schließlich kommt so ein Mensch herein. Das ist also ein langer Prozess, wie sozusagen die Einsamkeit überwunden wird, indem man durch Wechselwirkung etwas macht. Aber man muss dazu noch die Wechselwirkung einführen. Also man braucht jetzt etwas, was dazwischen ist, ja, was man nicht so ganz versteht. Und das ist zunächst mal die Gravitation gewesen. Die Sonne, die die Erde auf die Bahn führt, eine Fernkraft. Wie geht das eigentlich? Heute sagt man, das ist ein Instinkt gewesen. Ich glaube, Sie haben das, glaube ich, gesagt. Ein Instinkt gewesen für Attraktion, dass die einfach zusammenkommen. Gut, man führt eine Kraft ein, die durch den Raum wirkt, ja. Dann kommen die Leute und sagen, aber das mag ich nicht, da gibt es Kräfte, die über den Raum wirken und dann gibt es wieder andere Kräfte, die nur, wenn ich dran stoße, wirke, ja. Können wir das nicht vereinen? Und das hat dann zum Feldbegriff geführt. Das ist das untere Bild. Anstatt der Fernkraft hat man gesagt, die Sonne sendet ein Feld auf und das geht spazieren, ja, trifft den Planet und sagt, hallo, ich habe hier eine Nachricht von dir, krümme dich, ja, und dann geht es auf die Ellipse, ja, auf diese Weise, ja. Also hat man versucht, die Materie zu nehmen und die Wechselwirkung aufeinander ist nur ein Berühren. Materie weiß nur voneinander, wenn es sozusagen sich an der Oberfläche berührt. Ja, also die Einsamkeit ist sozusagen nur ein Händeschütteln und nicht Zuruf. So, jetzt kommt das nächste Bild. Ja, das Atom, das also nicht mehr spaltbar ist, stellt sich nun heraus, es hat doch wieder eine Struktur. Es ist ein Atomkern und eine Hülle darum, wo die Elektronen rumsausen, so wie ein Planetensystem. Und gut, dann haben die Leute gesagt, gut, aha, aha, die Welt ist so gemacht, da oben über mir der Planetensystem und unter mir ein Planetensystem. Vielleicht ist ein Elektron eine kleine Erde mit einem kleinen Herr Dürr drauf und das hat der gestirnte Himmel über mir und so. Ja, dass man also diese fraktalen Vorstellungen hat, eine Welt in der anderen. Aber was jetzt passiert ist, das Folgende ist, dass man festgestellt hat, dieses dynamische System kann nicht funktionieren, weil es elektrische Kräfte sieht und keine Gravitationskräfte. Die Elektronen fallen alle in den Kern. Es geht schlicht und einfach nicht. Und das war das Problem. Es geht nicht. Die einfache Mechanik sagt, es geht nicht. Ja? Und dann war man verzweifelt. Ja? Und dann hat man festgestellt, das kann so nicht sein. Die Elektronen bewegen sich auf Bahnen, die gar nicht existieren. Die Elektronen existieren gar nicht. Und man kam zu dem Schluss, die Materie existiert im Grunde gar nicht. Ich wollte die Form abschälen und am Schluss mache ich die Hand auf, da ist keine Materie mehr drin, nur noch Beziehung. Beziehung überlebt die Materie. Es gibt am Anfang nur die Beziehung. Und all diese Bildchen sind total falsch. Und das hat sich so gezeigt, nächstes Bild wieder, dass, also ich will jetzt nur die Zwischenschritte schauen, dass de Broglie sagte, na, das Elektron ist eigentlich kein Teilchen, sondern ist eine schwingende Welle. Jetzt ist die Materie schon weg, es ist nur eine Schwingung. Von was? Ich weiß nicht, von nichts, dass nichts schwingt. Ja? Wenn man es ein bisschen genauer ansieht, nächste bitte. Dann sieht man, also es ist nicht nur einfach so eine Welle, es ist eine komplizierte Sache. Ich habe das mit dem Computer ausgerechnet, die einfachsten Formen. Ein Wellenbild, das an dieser Stelle schon da ist, ein verschmiertes Elektron, dort wo Sie was sehen, ist es sozusagen ein bisschen dickere Farbe. Aber das Wichtigste dabei ist, dass die Schwänze von dem bis ins Unendliche geht. Jedes Elektron ist in der ganzen Welt gleichzeitig. Aber an dieser Stelle ist etwas dicker aufgetragen, die Farbe. Aber es ist eigentlich eine holistische Sache. Das heißt, die Materie verschwindet, es bleibt eine Form, eine Gestalt, alles ist eigentlich unendlich ausgebreitet und das hat selbstverständlich große Konsequenzen.
Das bedeutet, ich will noch das nächste Bild Ihnen zeigen, da habe ich Ihnen die DNA aufgeschrieben, da sehen Sie die Doppelhelix mit diesem Kalottenmodell, mit diesen vielen Kreisen. All diese Kügelchen, das sind nicht Kügelchen, sondern das sind diese Wellengebilde, die eigentlich bis ans Ende der Welt reichen, ausgebreitet, überhaupt nicht nur an dieser Stelle sitzen. Und Sie sehen schon, dass dieses mechanistische Bild so tut, als ob die nebeneinander sitzen, aufgereiht. Und das ist ja in dem Sinne gar nicht. So, nun, das bedeutet nun Wirklichkeit, das was wirkt, die eigentliche Hintergrund ist also keine Realität, wie wir sagen, sondern wir sagen Potentialität. Es ist nur die Kannmöglichkeit, sich materiell zu realisieren. Die Verbindung steht am Anfang, die Materie kommt später. Also die Rangordnung wird umgedreht. Das heißt, es gibt nur Beziehung, es gibt nur Gestalt, es gibt nur Relationalität. Ja, es gibt nur Lebendigkeit. Jetzt fange ich an, schon kriminell zu werden. Jetzt verwende ich Worte, die ich eigentlich nicht verwenden darf, aber ich will schon darauf hindeuten. Lebendigkeit, weil es sozusagen auch in der zeitlichen Entwicklung die Eigenschaft hat, dass es sehr unbeständig ist und überhaupt nichts mehr von diesen Eigenschaften hat, die man sich da so vorstellt. Ich darf das nächste Bild haben. Da will ich Ihnen zeigen, nur ein Elektron, das hier im alten Bild gezeigt ist, das einfach von A nach B läuft. Ja? Wie sieht es jetzt in der neuen Situation aus? Bei A, wenn ich da nachmesse, da sehe ich, da ist irgendetwas, nicht so ganz scharf, unscharfe Relation. Dann schaue ich ein bisschen später nach, dann kriege ich irgendwie so einen Flecken da oben, aber ich kann es nicht genau vorhersehen, wo dieser Flecken eigentlich herkommt. Das heißt, gut, ich weiß es nicht. Gut, das Teilchen, das weiß eben nicht genau, wo es hinfliegen soll. Nein, dazwischen ist gar nichts. Das heißt, da verschwindet etwas und an einer späteren Stelle entsteht wieder etwas und ich merke gar nicht, ich denke eigentlich, dass hier etwas von da nach da gelaufen ist. Entstehen und Vergehen ist eingebaut. Es ist ein Flickern und Flackern von Entstehen und Vergehen dauert. Und dort, wo es aufflackert, ist auch nicht mehr genau vorherbestimmt, sondern gibt so eine Wolke, wo ich erwarten kann, vielleicht treffe ich dich da wieder. Nun, Sie fragen sich, wie kommt man auf so eine verrückte Idee, dass nun auf einmal die Wirklichkeit nicht mehr teilchenartig ist, sondern sozusagen eine Veränderung. Wie ist Heisenberg zum Beispiel drauf gekommen? Das kann man so sagen. Heisenberg wollte das Atom lösen, hat es nicht hingekriegt. Die Daten haben nicht übereingestimmt, seine Rechnung nicht mit den Daten. Und dann ist er auf die Idee gekommen, wenn er ein bisschen mogelt mit seiner Mathematik, dann kriegt er es hin. Wenn er sagt, 2 mal 3 ist nicht dasselbe wie 3 mal 2, ja? Nicht? Das ist für uns dasselbe. Die Reihenfolge der Multiplikation ist ja egal. Ist für uns egal. Aber wenn er sagt, ich achte immer darauf an, ob ich von links multipliziere oder von rechts multipliziere, ja, dann kriege ich alles richtig raus. Dann habe ich gesagt, du kannst doch nicht mogeln. Das ist 2 mal 3 ist 3 mal 2. Dann hat er aber festgestellt, aha, das liegt vielleicht daran, dass das, was multipliziert wird, dass das gar nicht eine Zahl ist, ja. Sondern, dass das ein Prozess ist, eine Bewegung ist. Das will ich Ihnen vorführen. Ich zeige Ihnen dieses Buch hier. Und jetzt mache ich eine Bewegung, dass ich sage, ich drehe es um 90 Grad einmal rum. Nein, ich muss mal sehen, ich muss es einfach, nein, ich mache es erstmal so. Ich mache mal erstmal eine Drehung so und dann eine Drehung so. Ja? Also ich drehe es mal nach links und dann nach vorne. Ja? Und jetzt drehe ich es gerade um, ich drehe es nach vorne. Und dann nach links, nein, Augenblick. Nochmal. Also ich drehe es erstmal nach links und dann nach vorne. Ja? Und jetzt drehe ich es nach links und dann nach vorne. Das heißt, sie kommen zu verschiedenen Stellungen. Das heißt, er hat festgestellt, dass er durch diese Multiplikationsmethode, das, was immer als eine Zahl gegolten hat, eigentlich ein Prozess war. Das heißt, auf diese Weise hat er das alte Weltbild zertrümmert. Das sagt, wir sagen immer, es existiert etwas. Das ist nämlich die Zahl.
Es existiert überhaupt nichts. Die Grundelemente der Potentialität, das die eigentliche Wirklichkeit ausmachen, ist eine Bewegung, eine Veränderung. Wir haben große Schwierigkeit, eine Veränderung als das Primäre anzusehen und nicht einen Punkt. Ja? Und da kann ich Ihnen aber einige Beispiele geben, warum wir eigentlich mit diesem Phänomen eigentlich umgehen können. Wenn wir jemanden sehen, das Erste, was passiert, ist, dass ich nicht die Person sehe, sondern ich habe eine Erscheinung, ich die Person sehend, ist eigentlich das Erste. Dann schalte ich meinen Verstand ein, schneide mich ab und sage, den Beobachter lasse ich weg und ich nehme nur das andere Ende. Das heißt, das Objekt ist konstruiert, indem ich bei einer Erfahrung gewisse Teile weglasse, die mit dem Beobachter zu tun hat. Das heißt, die Grunderfahrung ist immer eine Beziehungsstruktur. Und die kann nur in den wenigsten Fällen, nein, die kann dann auch in unserer Welt objektiviert werden. Das bedeutet, die Sprache der neuen Physik ist nicht die mit Substantiven. Substantive sind immer Dinge, die ich begreifen kann. Ich muss eine Sprache machen, die nur Verben hat. Bewegungen, die ich einander setze, und dann weiß man, wenn man die Bewegung in umgekehrter Reihenfolge hat, dann kommt selbstverständlich etwas anderes heraus. Das heißt, wir haben eine andere Welt. Die Zukunft ist nicht mehr prognostizierbar, sie ist offen. Sie ist offen. Ich sagte auch, dass man spontanes Entstehen und Vergehen hat. Das heißt, wir haben eine biophile Welt. Also sie wird jetzt sehr weiblich, diese Welt, weil sie sich eben dauernd verändert. Wir haben jetzt die nekrophile Welt verlassen, weil in der Tat ist die klassische Physik, ist die Physik des Toten, wie sich herausstellt. Sondern im Grunde ist die Welt eigentlich mehr dem, was wir wissen eigentlich vom Lebendigen her. Aber das ist sozusagen, muss ich später noch klarer machen, weil wir haben die Verbindung noch nicht, aber ich bereite sie schon auf eine Sprache vor, die ich dann später verwenden werde. Dann, was ganz wichtig ist, die Welt hat eine ganzheitliche Struktur. Weil alles eigentlich holistisch ist, das Elektron und alles. Das heißt, die Welt ist im Grund immer nur die Einheit. Aber wie gesagt, die Buddhisten sagen mir, sag nicht Einheit, weil die Einheit sind dann schon zwei. Du sagst die Einheit, dann sind schon zwei. Also verwenden wir da Tendral oder Advaita, dieses Sanskrit-Wort. Das nicht auseinandernehmbare, das nicht zerbrechbare, das ist sozusagen das Wesentliche. Die Welt ist immer das nicht aufteilbare, das Ganze. Und was wir hier mit Elektron und so bezeichnet haben, ist letzten Endes nicht ein Teil, sondern es ist nur eine Hervorhebung. Es ist so, wie wenn wir ein Bild ansehen, es ist immer das Bild. Und ich betrachte das Bild nicht gleichzeitig mit dem Rasiermesser, wenn ich das Auge der Madonna ansehe, nehme ich das Rasiermesser und schneide es aus und gucke mir es in der Nähe an, dann ist das Auge nicht mehr das, was es im Bild war. Ja? Sondern ich richte meine Aufmerksamkeit auf dieses Auge, auf diese Weise blende ich sozusagen das andere ab und sehe das bevorzugt, und auf diese Weise kann ich verschiedene Artikulationen dieser Wirklichkeit schaffen, die sich uns dann als Realität dann darstellen. Ein bisschen mehr. Ich sage oft, es in diesem Sinne, wie kommt die, ich will, sagen wir mal, das, was im Hintergrund ist, was ich das Verbundene bezeichne. Es ist nicht gut, das Wort Verbundene. Was ist mit was verbunden? Eigentlich eignet sich am besten das Wort Liebe. Wenn Sie Liebe hören, dann denken Sie an Verbundenheit, ohne gleich zu fragen, wer liebt wen. Ja, das ist so ein Begriff, der in unserer Sprache ist, der das am besten ausdrückt. Sie könnten sagen, es ist Liebe oder es ist Geist. Ja? Und dann wäre der Ausdruck, dass die Materie die Schlacke des Geistes ist. Weil die kann auf einmal gerinnen, wie die Eiskristalle, die er uns gezeigt hat. Die sind ein Ausdruck von etwas aus dem Hintergrund, der dann materiell und energetisch sich zeigt. Materie und Energie ist ein Fußabdruck des Geistigen, was nicht heißt, dass der den Fußabdruck gemacht hat, selber ein Fußabdruck ist, der darüber gegangen ist, sondern ich sehe nur an seiner Ordnung, der Ordnungsstruktur im Sand, dass da irgendetwas Koordiniertes passiert ist. Die Welt ist ein Ganzes, jeder weiß vom anderen.
Jeder weiß vom anderen. Wir wissen nicht so, ich meine, wie es passiert. Vielleicht kann ich das nächste Bild haben. Ja. Zunächst noch ein Zwischenbild. Das ist die alte Welt, wo ich von der Materie gesprochen habe und von den Wechselwirkungen, die dazwischen sind. Die Quantenphysik sagt, die Materie, das Elektron, die sind auch Wellen. Und die Wellen, die die Wechselwirkung machen, sind auch Materie. Das heißt, Materie und seine Wechselwirkung ist eigentlich dasselbe. Ich habe nur zwei verschiedene Worte gefunden. Es gibt eine energetische Ausprägung des Numinosen, des Geistigen, und es gibt eine materielle. Und die einen machen die Wechselwirkungen und die anderen, die machen das, woran die Wechselwirkung ansetzt. Aber wir kommen jetzt, das nächste Bild bitte, zu einem ganz anderen Bild in diesem Fall. Wir sollten ganz anders argumentieren. Die Welt ist das eine. Jetzt habe ich hier einen schwarzen Fleck hingemacht. Ich hätte auch einen Lichtfleck hinmachen können. Es ist das eine. Dieses eine fängt, Sie sehen, dieses eine fängt an, sich zu differenzieren. Das heißt, das eine, das schafft sich nun Separation. Also wenn ich einen Lichtball gemacht hätte, anstatt einen schwarzen Ball, dann würde ich sagen, ich habe ein Lichtball, das die Einheit darstellt. Und was passiert nun in der Evolution dieser Welt ist, dass die Zwischenräume geschaffen werden, der Schatten dazwischen entsteht. Und nicht, dass ich mit dem Getrennten anfange und die kommen so langsam zusammen und sagen, haha, du bist ja auch da, wusste ich gar nicht, wollen wir nicht irgendwie eine Verbindung eingehen, wir wollen doch einen Menschen in 3,5 Milliarden Jahren zustande bringen, kooperierst du mit mir? Nein, es ist von Anfang an alles da. Nicht? Das ist alles da. Aber was da ist, ist nur Potentialität. Und Sie müssen sich das hat mit Energie nichts zu tun. Sie müssen sich das vorstellen, wie die Software auf dem Computer. Die Software hat nichts mit der Hardware zu tun, ja? Sondern hat mit dem Programm zu tun, wie es angeordnet ist. Und wir wissen, dass die Software nicht mit Energie zu tun hat. Probieren Sie es mal aus. Sie schreiben einen superintelligenten Artikel auf Ihrem Computer. Und dann machen Sie einen ganz blöden Artikel der gleichen Länge. Der Energieverbrauch ist genau derselbe. Ja? Das heißt, also das, was eigentlich das Geistige ausmacht, hat etwas mit Anordnung von Energie zu tun und nicht mit Energie selber. Und hier haben Sie ein anderes Beispiel für die Form, das für mich immer eindrucksvoll ist. Sie haben eine Schallplatte mit der Matthäus-Passion, ein Orchester mit allen Instrumenten, die Sie hören, die Oboe, die Celli und die Geigen und so fort. Dann haben Sie die Solisten mit 4 Stimmen und dann der Chor nochmal 4-fältig, ja. Und Sie sind ungeheuer betroffen und beeindruckt davon und Sie nehmen die Schallplatte runter und sagen, wo ist der Sopran? Ja? Und dann nehmen Sie ein Vergrößerungsglas und suchen den Sopran auf der Schallplatte. Er ist nicht auf der Schallplatte an einem Ort, weil es ist die Form der Linie, die da spiralisch aufgewickelt ist, die dem Sopran entspricht. Wenn ich genau die Verwacklung ansehe, dann weiß ich, das ist die Callas. Ja? Aber das ist ungeheuer schwierig, das festzustellen. Ja? Und wenn Sie eine CD haben, ist es noch schwieriger, weil dann nicht einmal eine Rille ist. Wenn Sie da mit dem Auge hingehen, dann sehen Sie nur, es sind nur Einsen und Nullen geschrieben. Aus dieser Einfolge von Einsen und Nullen kommt hinterher die Matthäus-Passion heraus, wenn Sie es immer wieder umwandeln. Und kein künstliche Intelligenz, kein Computer wird da je die Matthäus-Passion hören. Er wird immer nur sagen 1, 0, 0, 0, 1. Ja, was ist da eigentlich los? Es braucht den menschlichen Geist, als Decoder zu sagen, das ist ja die Matthäus-Passion und das ist ein Sopran und das ist ein Cello. Ja? Das heißt, aber woher weiß ich das? Ich weiß das, weil die Bedeutung von diesem hier ist immer von Anfang an da. Das Ganze gibt den Sinn. Ich muss nicht hinterher beim Zusammenbauen von Atomen, dann sagen, jetzt bist du zusammengebaut und jetzt bist du ein Eiweißmolekül. Merkt ihr das? Du bist Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß und du hast das zu tun. Ja? Das heißt, ich klebe die Bedeutung hinterher an. Nein, es kommt praktisch alles aus der Bedeutung im Hintergrund heraus. Ja?
Und alles, was entsteht, ist sozusagen ein Untersystem praktisch auf diesem Hintergrund. Wir machen immer wieder Gebrauch von etwas, was wir 15 Milliarden Jahre schon wussten. Wir sind angeschlossen an diesem Hintergrund, aus dem wir praktisch dann auch die Interpretation nehmen. Aber wir interpretieren das auf eine andere Art und Weise. Wir haben also eine Situation, die ganz ähnlich ist wie die, die wir mit dem elektromagnetischen Feld haben. Es ist nur eine Analogie. Haben Sie sich das mal überlegt, was da ist? Ein elektromagnetisches Feld, ein einziges, ja? Das verantwortlich ist für alles Licht, Wärmestrahlen, Röntgenstrahlen, Radio, Fernsehen, für Ihren ganzen Handyverkehr, alles Wärmestrahlung und so fort, bis zu den Gammastrahlen. Ein einziges Feld, ja? Wie die eine Rille auf der Schallplatte, ja? Und hier nehmen Sie ein Handy und telefonieren mit Ihrem Freund in Paris, wie man heute gehört hat. Nur fragen wir, was passiert da eigentlich, ja? Ja, fragen Sie mal, wenn Sie mal an der Bushaltestelle stehen und sehen jemanden mit dem Handy, fragen Sie mal, was er da macht und lassen ihn erklären, was er sich da vorstellt. Er hat keine Ahnung. Er sagt irgendwie, gut, da passiert irgendetwas, nachdem das aus dem kleinen Zapfen rausgetröpfelt ist, das Gespräch, aber er weiß nicht, was dann passiert. Er sagt, das ist ein Äther, der schwingt. Ja, gut, sein Äther, der schwingt. Aber da ist kein Äther. Der Äther, es ist keine Materie. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Nichts, das schwingt. Ihr Gespräch ist eine Delle in das Licht, in dieses Nichts, und Ihr Kollege in Paris, der sieht diese Delle und sagt, mein Gespräch, ja? Ich meine, so komisch ist es, und das sehen Sie, dass selbstverständlich, um Formen so gut wahrzunehmen, muss ich ein gutes Gespür haben, was eine Delle ist, ja? Dass ich meine Delle von der eines anderen unterscheiden kann. Nun, ich sage, der Schatten wird erzeugt. Sie fragen sich, für mich immer eine Frage gewesen, wie kommt es dazu, dass ein Lichtball oder hier ein schwarzer Fleck eine Differenzierung bekommt, wenn ich nur einen Haufen von diesen Dingen habe, die überall ausgebreitet sind. Ja? Das wissen Sie. Sie haben also irgendetwas, was ausgefüllt, blaue, rote Körner und alles sozusagen ein Eis und jetzt warten Sie und dann entmischt sich das plötzlich, passiert ja gar nichts. Wie machen Sie, dass wenn ein Lichtball ist, auf einmal Schatten entsteht? Das liegt daran, dass die Logik, die hinter der Potentialität ist, nicht unsere Logik ist. Die Ja-Nein-Logik, ja oder nein, bist du da oder nicht, das ist das Einzige, was wir haben. Die Logik, die hinter dieser Physik steckt, ist eine unendliche Logik, die alle Nuancierungen zwischen Ja und das Gegenteil von Ja haben. Von plus 1 bis minus 1, alle Möglichkeiten. Und deshalb malen wir das immer wie einen Kreis an. Darf ich das nächste Bild haben? Nicht? Wenn Sie einen Kreis, so einen Kreis haben, der Kreis, alle Punkte auf dem Kreis, ist sozusagen ein Punkt der Logik und nicht nur die Zweiheit, wie im Computer, ein Bit 0 und 1 in diesem Fall, da gibt es unendlich viele. Ja? Es gibt also eine Logik, die noch eine innere Richtung hat. Und wenn Sie einen Kreis nehmen, wie wenn jemand im Kreis rumlaufen lassen ohne Strecken, dann gibt es die Welle. Das ist der Grund, warum das Wellenbild bei uns so wichtig ist. Das ist sozusagen die komische Logik. Und diese komische Logik, die hat die Eigenschaft, dass wenn zwei Dinge zusammenkommen, dass die sich nicht sozusagen nur verstärken, sondern die können genau entgegengesetzt schwingen und sich auslöschen. Also wenn Sie zwei Lichtstrahlen haben, die genau gleich schwingen, wenn die sich überkreuzen, wissen Sie nicht, ob an der Überkreuzungsstelle es heller wird oder einfach Schatten entsteht. Das heißt, das kommt drauf an, die schwingen gleich, aber wie sie zueinander orientiert sind, wir nennen es die Phase, die Kohärenz. Wenn die Gegenkohärenz haben, dann erzeugen sie auf einmal Dunkelheit. Das heißt, die Entmischung kommt dadurch her, raffiniert, dass das Licht, was da ist, sich an manchen Stellen zu Dunkelheit ausmittelt. Und dann habe ich den Eindruck, aha, das Licht hat sich geteilt. Wir haben also einen ähnlichen Prozess, den wir von der Zelle her kennen, von der lebenden Zelle. Ich habe die befruchtete Eizelle. Wir sagen, die teilt sich. Teilen ist das ganz falsche Wort. Sondern die zieht eine Membran ein, eine Zellwand ein. Eine Zellwand ist keine Mauer, das ist nur ein Gebüsch. Sie haben einen Nachbarn, mit dem Sie gut leben, aber Sie sagen, ich habe einen Hund und ich eine Katze, dann
machen sie einen Strauch dazwischen, dass die Tiere da nicht rübergehen können, aber sie schütteln sich die Hände immer noch durch den Strauch durch. Das heißt, die Zelle hat sich nicht geteilt, sondern sie haben gesagt, ich liebe Hunde und du liebst Katzen. Auf diese Weise können wir in Frieden nebeneinander leben. Das heißt, auch der Mensch als ausgebildetes Wesen ist immer noch das eine, aus dem er entstanden ist. Und die Zelle, die auch am Anfang war, ist auch aus einem entstanden. Wir sind alle aus dem einen herausgekommen. Aber da gibt es einen Plan, auf welche Weise wir sozusagen die Trennung einführen. Die Trennung, nicht echte Trennung, sondern die Differenzierung. Die Möglichkeit ist gegeben durch raffinierte Überlagerung von Schwingungen, dass wir auseinandergehen, aber nicht so, dass wir getrennt sind. Dann haben wir eher eine Situation wie einem Ozean, der ja auch sozusagen wie eine Welt ist, ist alles Wasser. Und zu sagen, dass der Ozean ein Sack voller Tropfen ist, ist ja blöd. Ja? Ich meine, der Tropfen ist etwas, wenn ich ein Wasser rausnehme, aber im Ozean von Tropfen zu reden, stimmt einfach nicht, da ist nichts da. Ja? Aber wenn sich da eine Welle bildet und ein Schaumkamm, und der ist weiß, ja, dann sind die Schaumkämme auf einmal getrennt. Und jeder Schaumkamm sagt, ich bin anders als du. Ja? Aber wir sitzen alle auf demselben Ozean. Ja? Und deshalb sagen wir komische Welt. Wenn du raufgehst, gehe ich runter. Also da müssen Kräfte sein. Das heißt, diese Verbindung, die eigentlich besteht, die interpretieren wir als Kräfte, die in dieser Welt wirken. In Wirklichkeit ist es eigentlich nur der Zusammenhang, in dem wir sind, der aber in der Tat dann in einer versteinerten Form, das ist eine Art Form, die sklerotisiert ist, das also Ähnlichkeit hat mit den Gewohnheiten von Rupert, ja? Der sagt, also wenn ich etwas immer und immer wieder mache, dann brauche ich mir das nicht neu zu überlegen, ja? Dann verknöchert es sozusagen und dann wird es sozusagen Materie, ja? Aber wenn ich etwas neu mache, dann passiert es nicht. Das heißt, wenn ich etwas immer mache, dann kommt sozusagen die Schlacke heraus und die kann ich dann wie Materie in diesem Fall betrachten. Ich habe im Übrigen noch etwas vergessen, was ganz wichtig war in diesem Zusammenhang. Wenn wir also sagen, es ist gar nicht so, dass etwas existiert, ja, sondern es entsteht etwas und vergeht etwas, dann bedeutet das echte Kreation. Weil wir glauben ja, echte Kreation gibt es gar nicht. Wir sprechen ja immer nur von Entfaltung und Entwicklung. Das heißt, unsere Vorstellung ist, das ist der Big Bang, den ich jetzt mache, nicht das alles drin und dann ziehe ich das auseinander, selbstverständlich nur eine Entfaltung, ja, und ich ziehe das so langsam auseinander und alles, was hinterher passiert, ist eigentlich da schon drauf geschrieben. Überhaupt keine Kreativität drin, ja. Vorher habe ich es nicht gesehen, jetzt sehe ich es und dann sage, aha, all das war angelegt, ja. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt echte Kreativität in diesem Fall. Und die Frage ist eben, ja, was soll das eigentlich? Und jetzt muss ich wirklich schleunigst dorthin kommen, wo Sie alle drauf warten. Ich sage, also jetzt sieht man wieder so typisch einen Physiker, die freuen sich, dass sie was Tolles haben, ja, was total unpraktisch ist und irreal ist und so fort. Und es klingt interessant, man könnte ein Kabarett damit machen, aber Geld verdienen kann man damit nicht. Also jetzt mache ich eigentlich den Sprung und frage, ja, was soll das alles? Das ist doch im Mikrokosmos. Also das ist in Abständen 10 hoch minus 8 Zentimeter. Das ist also noch ein oder zwei Größenordnungen unter den Nanotechnik, die wir im Augenblick so probieren. Was soll das? Ich meine, dass also es keine Objekte gibt und nur Verbindungen und so fort. Und ich halte mich doch relativ getrennt von Ihnen und so. Also warum soll ich diese Sprache sprechen? Ja? Und Ihr Auto, auch wenn Sie rausgehen, das steht noch genau an dem Parkplatz, wo es eben war. Das sind eben alles Dinge, die sklerotisiert sind, was nicht heißt, ja, das hat jetzt mit dem Kartenspiel zu tun. Ich habe mich ja beim lieben Gott beklagt, dass er mir das nicht zeigt, was da drin ist. Jetzt kommt heraus, er weiß es selber nicht. Das heißt, was passiert ist, in jedem Augenblick wird die Welt neu geschaffen. Und alle sind neugierig, was herauskommt. Aber dieses Neuschaffen ist nicht sporadisch, es ist nicht willkürlich. Sondern da ist ein Trend im Hintergrund,
der sozusagen eine Richtung vorgibt. Das heißt, es entsteht nicht etwas Willkürliches, sondern mehr so, wie wenn jemand Ihnen eine Frage stellt, sagen wir mal im Fachgebiet, wo Sie sagen, ich weiß es nicht und jetzt raten Sie mal, dann sagen Sie, ich muss jetzt einfach raten, dann mache ich ein educated guess. Ja? Ich nehme meine ganze Erfahrung mit, ich sage nicht einfach irgendetwas wild durcheinander, sondern etwas, was eigentlich aus meiner Erfahrungswelt kommt. Das heißt, es ist ein Trend drin, es ist absolut nicht willkürlich. Was im Hintergrund ist, das ist, hat Ähnlichkeiten mit dem, was der Rupert sozusagen mit dem Weltgedächtnis ist. Alles, was an Lernprozessen stattfindet, ist im Hintergrund eigentlich gespeichert. Und aus diesem Zusammenhang heraus wird sozusagen der nächste Schöpfungsschritt gemacht, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und gewisse Wahrscheinlichkeiten sind sehr groß. Zum Beispiel für diesen Tisch oder für dieses Pult ist die Wahrscheinlichkeit, ich fordere ihn auf, nächster Schöpfungsschritt, lass dir was einfallen. Und er sagt, ach, ich bin so müde, ich mache einfach das, was ich gewohnt bin. Er kopiert sich einfach und dann steht er wieder da. Das nennen wir Materie. Ja? Sie kopiert sich einfach nur selber. Und Sie sehen, das ist ganz wichtig, was wir an dem Menschen eigentlich nicht so mögen, ist eine Unzuverlässigkeit. Das ist genau, was eigentlich ihn von dieser blöden, toten Materie unterscheidet, dass er sich nicht genau kopiert, dass er im nächsten Augenblick eben etwas anderes tut, was er vorher schon war. Und die Materie ist sozusagen, die ist so aneinander gefesselt, die ist so, sagen wir mal, geronnen, dass einfach die nicht mehr diese Entscheidungsfreiheit haben und der Tisch, der bleibt einfach da, erst da. Es ist immer noch nichts Neues eingefallen und wir sind eigentlich auch ganz froh, weil auch mein Manuskript immer noch an dieser Stelle liegt. So, nun stellt man fest, ich nehme diese verrückte Physik, ja, und frage, ja, aber wie erklärst du denn, ich bin ja hier in einer anderen Welt, wie erklärst du dir das eigentlich? Ja, und jetzt kommt es heraus. Ich nehme diese verrückte Physik. Und ich mittle über alle Möglichkeiten. Sie müssen sich vorstellen, dass in einem Gramm Materie sind also Billionen mal Billionen von diesen. Ich kann nicht wirklich Atome nennen, weil es ja keine Teilchen nennen. Ich nenne es manchmal Wirks. Nicht? Also Teile von einer Wirkung sind da drin. Ja? Das sind also Wirks. Ich habe also 10 Billionen mal Billionen Wirks. Ja? Das ist nicht ein Sack voll, das kann man nicht sagen, weil die ja alle sozusagen den ganzen Sack ausfüllen. Aber ich bringe die total durcheinander, ich verrühre die. Und dann kommt selbstverständlich etwas ziemlich Langweiliges heraus. Nehmen Sie eine Stadt mit all diesen lebendigen Bürgern, ja. Das sind also Genies und Dummköpfe und alles und mischen das durcheinander und der Oberbürgermeister von München muss eine Rede auf dem Städtetag über den Münchner halten. Kommt etwas total Langweiliges raus, weil praktisch jede Fähigkeit auch konterkariert wird mit einer Antifähigkeit und dann kommt etwas Langweiliges raus. Mittelwerte sind ganz langweilig, ja. Das ist die klassische Physik. Wir stellen fest, wenn ich mittle, kommt das heraus. Aber du musst gut durchrühren, damit nicht noch von dem anderen etwas hängen bleibt. Also gut durchgerührt, wunderbar. Die alte klassische Physik kommt raus und jetzt können Sie beruhigt nach Hause gehen. Sie können so weiterfahren. Die Welt, die Sie wahrnehmen, die reale Welt, die Sie wahrnehmen, die hat eine Stabilität und nichts von diesem Schwebenden, ja, was wir Verbundenheit nennen oder Liebe oder irgendetwas von diesen komischen Sachen, die man nicht greifen können, ja, sondern es hat sich jetzt so doch ausgedrückt in etwas, was dann also stabil ist, ja. Noch eine Metapher. Wie kann durch Verbindung von Verbindungen so etwas wie Materie entstehen, ja? Das ist eigentlich ganz geläufig, das Netz. Ich nehme einen Faden, das ist eine Metapher für eine Verbindung. Ich nehme einen zweiten Faden und ich verknote die und dann habe ich sozusagen, die Materie ist einfach Knotenpunkten von Verbindungen. Das ist also etwas verknotete Fäden, ja. Aber es ist eben besser, es sind keine Fäden. Die Wirklichkeit ist kein Netz, das ist wieder das lineare Denken. Jetzt muss ich aus den vielen Tropfen muss ich das Meer machen und dann habe ich ein verknotetes Meer und das habe ich eben mit der Schaumkrone dann versucht zu erklären. Ich muss gut durchmischen, dann kriege ich das, was ich rauskomme. Gut, dann interessiert mich das nicht. Ja, jetzt ist die Frage, kann es sein, dass die Durchmischung nicht ganz funktioniert, ja? Dann müsste doch eigentlich etwas von dieser lebendigen Unterwelt an in unsere Oberfläche kommen. Ist es möglich?
ja, im Stadtrat können Sie das schon sehen. In dem Augenblick, wo die Bürger sich organisieren nach Parteien, ist sozusagen diese kleine Ordnungsstruktur im Stadtrat auch vertreten. Ja? Und je mehr sozusagen Ordnungsstrukturen hereinkommen, umso mehr geht das in dieser Richtung. Gut, wir müssen durch, also wenn es nicht gut durchgemischt ist, dann kann sowas passieren. Warum ist in der Natur alles so gut durchgemischt? Das ist ein ganz wichtiges Grundgesetz in der Natur. Und das heißt, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Es klingt wahnsinnig aufregend, ja. Und alle fragen, es ist eine Tautologie, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Aber das ist eigentlich die Grundidee, die hinter dem zweiten Hauptsatz zur Thermodynamik ist, die sagt, ein geordnetes System hat immer die Tendenz, in mehr Unordnung überzugehen und nie umgekehrt. Ja? Und das sehen Sie an Ihrem Schreibtisch, er wird immer nur unordentlicher. Ja? Zweiter Hauptsatz zur Thermodynamik, ja. Und der stabilste Zustand ist der größte Unordnung, ja. Wenn er wirklich so unordentlich ist, dass Sie nochmal stundenlang wühlen können und er kann nicht unordentlicher werden, sind Sie in einem stabilen Zustand. Ja? So. Jetzt ist die Frage, dieses Grundgesetz ist durch das Lebendige verletzt. Wir stellen fest, in der Evolution der Arten fangen wir etwas einfacher an und es wird immer differenzierter und komplizierter. Ja? Das heißt, wir schwimmen sozusagen stromaufwärts. Abwärts würden wir es alle schaffen. Wir steigen den Berg rauf, anstatt dass wir einfach oben runterspringen. Das kann jeder, nicht? So, das bedeutet, da ist etwas im Gange, was wichtig ist. Die echte Wertschöpfung, die gegen den Strom springen, also vom Einfachen zum Komplizierteren, das braucht irgendwie etwas, was nicht von alleine geht. Ja? Dass der Bergsteiger muss eben auch gewieft sein, damit er nicht runterfällt die ganze Zeit. Und wir sagen, es braucht die ordnende Hand. Aber bevor ich das mache, will ich doch noch etwas anderes sagen. Weil dazu habe ich dieses Gerät hier mitgebracht. Die Unordnung ist sozusagen das Normale. Aber ich kann sozusagen den Mischungsprozess, also ich kann es auch mit dem Kaffee nehmen, Sie tun Milch rein und rühren rum. Ja? Das geht einfach. Aber wenn Sie zurückrühren, kommt gewöhnlich nicht mehr die Milch auf Ihren Löffel. Das heißt, da sehen Sie das drin. Also wenn die sich echt miteinander mischen. Die ganzen Gesetze, die wir in der Mechanik haben, sind solche statistischen Gesetze, die herauskommen. Kann man und das nennen wir dann die tote Materie. Ja? Jetzt habe ich hier ein Pendel mitgebracht. Und das bewegt sich genau nach diesen Gesetzen. Wenn ich es hier anwerfe, pendelt es genauso rum. Und wenn Sie das nicht ausrechnen können, dann fallen Sie im Abitur durch. Ja? Also selbstverständlich nur, wenn ich es nicht zu weit auslenke. Dieses Pendeln hat einen Punkt, wo ich sozusagen nicht vorhersehen kann, was passiert. Und das ist der Punkt oben am Scheitel. Wenn ich an diesem Punkt bin und ich frage Sie, fällt es links oder rechts, ja? Dann werden Sie sagen, weiß ich nicht. Oder andere sagen, es kommt drauf an. Bisschen besser. Es kommt drauf an, bedeutet das Folgende. Dass ich hier eine Linie habe, Erdmittelpunkt, Drehachse, eine Linie, die geht da hoch. Und wenn der Schwerpunkt des Pendels, der etwa hier ist, links oder rechts von dieser Linie ist, hängt es davon ab, ob es links oder rechts herunterfällt. Richtig, aber nicht ganz richtig. Ich gehe noch weiter nach innen. Jetzt brauche ich schon ein Mikroskop, um zu sehen, ob ich in der Mitte bin oder so. Und auf einmal geht diese Art der Betrachtung nicht mehr. Weil jetzt kommt herein, dass es auch eine Rolle spielt, wer in der Umgebung da ist. Ich bin hier auf dieser Seite und ich habe noch nicht von mir gesprochen. Ich habe eine gravitative Anziehung und ich sage Ihnen das nicht. Sie stellen es in der Mitte, ich stelle mich hier links und ich sage, es wird zu mir rüberfallen und es fällt zu mir rüber. Dann gehe ich nachher da rüber und der andere achtet nicht darauf, dass ich rübergehe und jetzt fällt es auf die andere Seite und tut es das auch. Weil in dieser Stellung hier oben
Die Instabilität ist eine Stelle der höchsten Sensibilität. An dieser Stelle nimmt dieses Pendel die ganze Welt da wahr. Und je weiter ich nach oben gehe, umso genauer, umso größer wird der Aktionsradius der Einflussnahme. Dann spielt es auch jeder von Ihnen. Jemand greift sich an die Nase und schon ist meine Rechnung im Eimer. Ja? Oder draußen fährt ein Auto vorbei oder ein Zug fährt im Hauptbahnhof ein. Oder ein Photon vom Andromeda-Nebel kommt herunter und erwischt dieses Pendel und es kippt und ich konnte es nicht prophezeien. Das heißt, in dieser hochsensibilisierten Stelle ist dieses Pendel in Kommunikation mit der ganzen Welt. Und der Professor der Physik, der sagt, ich kann es nicht prophezeien, was passiert. Und das Pendel sagt, hier bin ich, wie sagt man, hier bin ich Herr, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier bin ich Pendel, hier bin ich, hier darf ich sein. Hier ist die Freiheit des Pendels entdeckt. Nun, das ist nicht sehr interessant. Es ist deshalb interessant, weil an dieser hochsensiblen Stelle die neue Physik hereinkommt. Dieses Pendel tastet nun diesen Hintergrund ab, den wir den geistigen Hintergrund hat, der nicht materiell ist. Ja? Ihre Gedanken und alles rütteln nun daran, dieses Pendel eben in dieser Richtung dann zu lernen. Sie können an dieser hochsensiblen Stelle dieses Pendel in eine sozusagen beeinflussen, aber Sie brauchen diese Sensibilität. Sie sagen, mein Gott, ein Punkt, Dummkopf überall, ein Punkt gescheit, das ist immer noch ziemlich dumm. Ja? So, aus diesem Grunde ist es nicht ein normales Pendel, sondern ich habe zwei Arretierungen hierhin gemacht. Und jetzt sehen Sie, das ist eigentlich ein Trippelpendel, ein Dreifachpendel. Und dieses Dreifachpendel, wenn ich das nun anwerfe, dann hat dieses Dreifachpendel unendlich viele von diesen Bifurkationspunkten. Stimmt nicht ganz. Wenn es Reibung hat, dann erlahmt es. Aber wenn es keine Reibung hatte, wird es unendlich oft durch diese diese instabilen Punkte gehen und würde da eine andere Richtung einschlagen. Deshalb nennt man dieses Pendel ein Chaospendel. Man kann nicht ausrechnen, wie es schwingen wird. Ich könnte es exakt genau anwerfen, aber durch diese Bifurkation hat es sozusagen einen großen Freiheitsraum, Möglichkeiten auszuloten. Also es hat unendlich viele Rendezvous mit dem Universum. Ja? Aber dieses Universum ist nicht das Laplace'sche Universum mit all seinen Teilchen, sondern es ist der geistige Hintergrund, der Quantenhintergrund, in dem es sozusagen seine Antwort bekommt. Das ist dann auch der Grund. Wenn ich nun mehrere von diesen Pendeln hätte und die miteinander in Verbindung stellen würde, also ich nenne das Chaospendel, weil die alten Physiker, die kennen nur Chaos. Wenn es nicht nach den klassischen Gesetzen geht, dann nennen sie das Chaos. Und die sagen, ich weiß es einfach nicht, ich müsste den Laplace'schen Dämon erst fragen. Wenn ich mehrere von diesen Chaospendeln nehme und die miteinander kopple, dann würden sie sagen, jetzt kriegen sie super Chaos. Weil 100-mal Chaos ist 100-mal Chaos. Nein, gekoppeltes Chaos führt nicht zu größerem Chaos, sondern es führt zu Mustern. Das heißt, die Elemente sind beweglich, aber gekoppelt geben sie nicht etwas Bestimmtes, sondern ein Muster. Und das ist das Kennzeichen des Lebendigen. Das Lebendige ist nicht eine komplizierte Maschine, sondern es ist im Grunde ist es Chaos, aber miteinander verkoppelt. Und dieses Chaos in der Art der Verkopplung ergibt ein Muster, das immer wieder hergestellt wird, so wie wenn ich es hintereinander hier laufen lasse. Es ist immer ein ähnliches Muster, aber es ist nicht dasselbe. Wenn ich hier ein Licht habe, ich habe ein Licht angemacht und ich mache das im Dunkeln und ich sehe mir die Figuren an, die Lichtpunkte, dann gibt es jedes Mal eine andere Figur. Dann können Sie sagen, er hat es ein bisschen anders angestoßen und das ist auch nicht wirklich falsch, aber ich könnte das auch machen. So, das ist für mich die Vorstellung, was ist der Unterschied zwischen dem Toten und dem Lebendigen? Nicht, dass es aus was anderem besteht. Alles besteht aus Wirks. Und die Wirks sind keine Materie. Materie ist nicht aus Materie aufgebaut, sondern aus Verbindung.
aus einer Urverbindung. Und die eine ist sozusagen verwackelt, das ist sozusagen Neues, das ist Lärm, ja? Und das ist tote Materie, da kommt nichts Vernünftiges heraus. Und die andere hat die Fähigkeit gehabt, ein sensibilisiertes System aufzubauen, damit es diese Schwingungen auf eine gewisse Art und Weise an die Oberfläche bekommt. Also hier, ich habe, obwohl es nur ein Quant war, was die Auslösung war, hat es doch diese Bewegung eben hier geliefert. Nun sagen Sie, Leben aufgebaut auf Instabilität kann doch nicht wahr sein. Ja, wie kann jemand da 70 Jahre herumhampeln und nur an dieser Bifurkation hängen, ja? Nur da ist er eigentlich lebendig, so kann es nicht sein, ja? Ja, jetzt ist es, wie stabilisiere ich Instabilität? Widerspruch. Nein. Es ist eine statische Instabilität. Ich stehe auf einem Bein, instabil. Zweites Bein, instabil. Ja? So. Und was mache ich, wenn ich laufe? Gehe. Ich falle dauernd. Aber ich habe zwei Beine. Ja? Immer wichtig, zwei Beine. Dualität. Ich falle von einem Bein auf das andere. Und bevor ich am Boden liege, strecke ich das Bein und ich falle wieder. Das heißt, dynamische Stabilisierung nennt man. Ich bin instabil, aber dynamisch stabilisiere ich mich. Und auf diese Weise schaffe ich das 70 Jahre. Ja? Es geht sozusagen nicht ohne die ordnende Hand. Weil, wenn ich falle, ist mein Schwerpunkt etwas tief. Und ich muss mein Knie etwas biegen. Und wenn ich da bin, muss ich es wieder strecken. In dem Augenblick brauche ich Energie. Das heißt, Die dynamische Stabilität, die muss gefüttert werden. Wir nennen es Pumpen, nennen wir das. Energiepumpe brauchen wir, dass man etwas dynamisch stabilisieren kann. Das Kräftespiel von Kraft und Gegenkräfte, das verbraucht Energie. Deshalb ist Leben nur möglich, wenn ich einen Energiefluss habe. Wo ich keinen Energiefluss habe, geht das gar nicht. Nicht? Dann stürze ich ab. Das heißt, in der Tat, die Welt würde dem Wärmetod entgegengehen. Alles würde sozusagen sich ausgleichen. Aber es ist eine Energiepumpe im Hintergrund, die sozusagen das immer wieder aufrichtet. Und diese Energiepumpe, es ist im Übrigen nicht die Energie. Darf ich mal das nächste Bild haben? Ich bin selber neugierig, was hier eins ist. Ja, das ist die Sonne. Die Sonne ist die Energiepumpe des Lebens. Ja, die Sonne ist die Energiepumpe des Lebens. Und genau genommen spielt die Energie überhaupt keine Rolle. Weil die Sonnenenergie, die einfällt, wird ja in den Weltenraum wieder zurückgestrahlt. Energie spielt keine Rolle, die ist erhalten, die Energie. Was eine Rolle spielt, ist eine Ordnungsenergie, eine Ordnungseigenschaft der Energie, der Sonne. Also wieder die Gestalt, die Ordnung. Struktur der Sonnenenergie ist höher als die der ausgestrahlten Wärmestrahlung. Die Sonne ist sozusagen der Spender von Ordnung. Die Ordnung wird ein, also wieder etwas, was dem Geistigen entspricht und nichts mit Energie zu tun hat, sondern es hat mit Ordnung zu tun. Nun, ich will jetzt ein bisschen abkürzen und etwas sagen, dass durch diese Evolution Wir brauchen, um den Gegentrend zu haben, müssen wir einen Energiefluss haben, der den Schreibtisch aufräumt. Ja? Aber wir wissen, wenn ich nur eine geordnete Bewegung mit meiner Hand am Wochenende mache, räume ich den Schreibtisch nicht auf. Ich muss auch ein bisschen angucken, was ich in die Hand nehme. Nur einfach mit beiden Händen in diesen Wirrwarr reinzugehen, vergrößert die Unordnung noch schneller. Bewegung allein nicht, sondern ich muss jedes Blatt in die Hand nehmen und sagen, das ist erledigt, dieser Stoß, nicht erledigt, dieser Stoß. Ich muss einen Augenblick innehalten und das sind die Bifurkationspunkte und dann mich entscheiden, so oder so. Das heißt, der Gegentrend hat nicht nur mit Energiefluss zu tun, sondern mit der Fähigkeit, solche Schwebepunkte aufzubauen. Und das ist der Lernprozess des Lebendigen. Wir sind ein Organismus, der voller Schwebepunkte ist. Und wir sind umso kreativer, je näher wir an die Stelle des Ungleichgewichts gehen. Und jetzt sehen Sie,
Das Kreative hat etwas mit Ungleichgewicht zu tun. Und wenn jemand unsicher ist, ja, dann kann er nie kreativ werden. Man muss wissen, man muss immer in die Schwebe gehen. Und in diesem Augenblick sind Sie angeschlossen am Gedächtnis der Welt. Sie können das aufnehmen und Ihre Kreativität gibt Ihnen die Möglichkeit, Information aufzunehmen, die da ist, aber Sie können selbst kreativ sein, weil Sie können dem einen kleinen Stoß geben und diese Richtung geben. Weil die moderne Physik ist in dem Sinne offen, dass sie immer das auch noch zulässt, dass ich selber mit meiner Intention eine Richtung dann vorgeben kann, aber nur wenn ich an diesem Punkt bin. Das ist wie der Schmetterlingsschlag, der einen Taifun auslöst, der ihm gar nicht nützt, weil der Schmetterling will den Taifun ja gar nicht auslösen. Ja? Aber dass ich sozusagen weiß, jetzt bin ich an der Stelle, jetzt eine kleine Bewegung und ich kann das machen. Und das ist die Intention, die wir haben, mit dem wir wirklich auch kreativ sind. Und Sie können davon ausgehen, das ist echt, das ist nicht nur vorgestellt. Die ganze Welt wird auf diese Weise kreiert, den einen und den nächsten Schritt. Und Sie sehen auch einen anderen Punkt bei dieser Sache. Wenn Sie feststellen, dass die Energie, die Sie durch das System durchschicken, für die Kreation wichtig ist, also nein, für das Lebendige wichtig ist, das viel Wichtigere ist der Augenblick des Zögerns, weil ich hier die wesentliche Entscheidung machen muss. Wenn Sie eine Welt haben und eine Zivilisation wie die unsere, wo wir mit enormen Anstrengungen, Energie durch dieses System hindurchpumpen, aber keine Zeit gewähren, um diese Entscheidung zu machen, vergrößert sich die Unordnung viel schneller als die Ordnung. Das heißt, es ist der Tod der Schöpfungsprozesse, wenn Sie den Zeitfaktor nicht mehr beachten. Das ist das Wesentliche, der Augenblick des Stillehalten, in dem wir empfangen, den Hintergrund sozusagen wahrnehmen können und dann unsere Entscheidung fällen. Deshalb sind wir in einer solchen katastrophalen Entwicklung, weil wir die weitere Beschleunigung als einen Fortschritt ansehen. Es ist verrückt. Das ist eigentlich, was die Wertschöpfung macht. Ich will etwas... Okay. Ich will zwei Sachen noch machen. Das eine ist, ich will Ihnen noch, können Sie mal die nächsten Bilder zeigen? Das ist das Kartenhaus, mit dem ich die Biosphäre darstelle, dass Sie sagen, wir dürfen nicht beliebig herumtanzen, sonst stürzt es zusammen, weil es ja nur ein Kartenhaus ist, alles auf Instabilität gegründet. Nächstes Bild. Ja, jetzt ist die Frage der Ordnungsstrukturen. Ordnungsstruktur bedeutet in diesem Fall nicht Regelmäßigkeit wie das Kristall, nächstes Bild, sondern eher wie die DNA, die in diesem Fall die Information hat. Das hat keine Regelmäßigkeit. Ordnungsstruktur hat etwas mit Differenzierung zu tun. Und deshalb ist die Welt, nächstes Bild, etwas mehr zu vergleichen. Die Welt ist wie ein Gedicht. Sie ist ein Gedicht und Sie können das Gedicht selbstverständlich analysieren. Aber um es wirklich zu verstehen und die Bedeutung zu haben, müssen Sie Deutsch können und Sie müssen auch etwas über Goethe wissen. Ja? Das heißt aber, wenn ich als Wissenschaftler herangehe, dann frage ich, wie viel Information steckt hier drin. Nächstes Bild. Das ist dasselbe Goethe-Gedicht. Ich habe es nur so gemacht, dass Amerikaner und Deutsche es auch gleich unverständlich finden. Ich habe einfach am Alphabet gespiegelt, A mit Z vertauscht. Informationsgehalt sozusagen objektiv betrachtet genau dasselbe wie vorher. Ja? Aber hier merkt man, um den Sinn dieses Goethe-Gedichts zu sehen, muss es etwas mit mir zu tun haben. Ich muss Teil dieses Systems werden, damit ich diese Bedeutung habe. Wenn ich das nicht habe, und so sehen wir die Welt an, ja, Regelmäßigkeiten, der liebe Gott, der liebt Buntheit und Vielheit und das ist ja ganz schön. Vielleicht ist auch für irgendetwas gut, aber ein Durcheinander, wer findet sich da noch zurecht? Da müssen wir mal eingreifen, der menschliche Verstand ist rational, effektiv. Nächstes Bild bitte. Und dann machen wir aus diesem Gedicht und jetzt ist es übersichtlich, ja? Noch ein Gleichnis. Ich habe ein zweites Weltmodell mitgebracht. Das Gedicht mag ich sehr gern.
weil sie auch sehen mit dem Gedicht, sie verstehen, warum der Anfang mit dem Ende wie eine DNA eigentlich miteinander zusammenhängt, weil hier eine Sinnhaftigkeit besteht, in dem die wesentliche Information ist. Aber hier habe ich ein anderes Weltmodell und das ist einfach ein Wollknäuel. Es ist ein Wollknäuel und wenn ich das wissenschaftlich untersuche, dann sage ich entsetzlich kompliziert, ja, wenn ich das sehe, all dieser Wirrwarr und so fort. Und dann kommt eben ein Wissenschaftler, der ganz bestimmt den Nobelpreis dafür bekommt, der sagt, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja nur ein einzelner Faden, weil er hat den Anfang des Fadens hat er gefunden. Und dann sagt er eben, aha, das ist ja nur ein einzelner Faden, der aufgewickelt ist. Ja, das ist die wissenschaftliche Welterklärung. Dann fragt man selbstverständlich, ja, aber wenn das nur ein einzelner Faden ist, warum fällt er nicht auseinander, wenn ich ihn hochwerfe und runter? Dann sage ich, ich weiß es nicht, aber da muss irgendwie noch was sein. Ja, der Grund ist der, wenn Sie den Faden abreißen, Sie sehen die kleinen Fusseln, ja? Die kleinen Fusseln, wenn Sie den abreißen, zerreißen die. Das heißt, der abgezogene Faden ist nicht mehr das, was er vorher war. Ich habe nur die Fusseln zerrissen. Macht nichts aus, dünne kleine Dinger. Aber es sind die Fusseln, die ihn zusammenhängen. Und das bedeutet eben, wenn Sie aus der Welt die Liebe herausnehmen, dann ist er nur ein linearer Faden, sonst nichts. Aber es ist die Liebe, die es zusammenhält. Und all das, was die Liebe ist, hat überhaupt den Faden erst geschaffen. Das ist das Wesentliche. Danke. Vielen Dank für diesen so hervorragenden, exzellenten, es gibt kein Wort für einen Vortrag. Vielen Dank. Und ich empfehle dieses Buch sehr für alle, die einfach einen Einstieg haben möchten in die Materie. Das ist sehr, sehr schön. Das ist das Buch im Gespräch zwischen Hans-Peter Dürr und Marianne Österreicher. Sie ist Philosophin. Und das heißt, wir erleben mehr, als wir begreifen. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu lesen. Und man bekommt sehr viel mit, auch über dieses Thema, was heute angesprochen wurde. Und ich würde Sie jetzt bitten, geschwind aus dem Saal herauszugehen, weil der Tänzer von heute Abend muss jetzt alles vorbereiten. Und die Meditation, ja. Es kommt sofort, die Meditation findet um 19 Uhr statt im ersten Stock im Ruheraum und da ist jemand, der die Meditation leiten wird. Ich weiß nicht. Ja, ich habe gesagt, alle ihre